Ich das haben wir uns schon ein bisschen so ausgesucht. Bock. Oh mein Gott, das wird so großartig werden. Alter, die sind noch nicht mal da und sind schon fast alle tot. Na, wie gefällt dir das, dass ich hier stehe? Komm, wir gehen noch einen Schritt rein. Ich bekomme jetzt eine Hexe. Weil bei mir reagiert es nicht mehr. Ja, bei mir ist es gecrashed dieses Mal. Ja. So, wir können noch mal kurz hier im Spiel die Problematik zeigen. Bei mir, ich hock hier mit Hellebronn, die unglaublich stark ist. Er ging nur, dass wir die Access des Barkeep, weil unser Embargo dafür bis Freitag fällt, dass dann hätten wir sowieso können. Sie ist ziemlich abgefallen. Sie war immer noch stärker als ich. Sie war mal Platz 3 der mächtigsten Fraktionen. Aber ich habe ja nicht nur gewebert letztes Mal. Ich habe auch zumindest einmal eine ihrer Armeen ausgelöscht. Weiß sie das? Ist sie, ich hoffe es. Trotzdem ist sie halt da und macht mir Stress und hat hier was von meinen Verbündeten besetzt und hat mir diese Stadt hier auch abgenommen, die mein rechtmäßiges Eigentum ist, was ich nicht okay finde. Der ist nicht so geil. Ich habe auch schon festgestellt, dass meine norskanischen Vasallen hier, Halftor, Mammutreiter, eigentlich überhaupt nichts geschissen kriegen. Ich habe jetzt mal versucht, hier hinten habe ich eine Rebellion. Ich hoffe, dass Rangwald Hellstadt zumindest diese winzige Rebellenarmee abgefischt bekommt. Wenn nicht, muss Sigwald mit dem nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Aber so oder so sah schon mal besser aus. Lass es mich so sagen. Und während bei dir, du bist gewaltig und so, aber hast Rebellen am Arsch. Ja, also ich hab's im Griff. Die sind jetzt nicht irgendwie übermäßig stark. Das ist eigentlich alles schon echt entspannt, kann man nichts sagen. Ich habe halt jetzt, dadurch, dass ich halt eingenommen habe, die neben mir, habe ich da halt ein paar, die haben keine Treue und belagern gerade Arnheim. Auch wenn Arnheim fallen sollte, habe ich ja trotzdem damit, dass ich die konföderiert habe, trostlose Feste, Wald von Arnheim und Mondsplitter quasi geschenkt bekommen. Also ich kriege das auf jeden Fall in den Griff. Ich bin auch stärker als die beiden Rebellenfraktionen. Ich war nur gerade bei Skeggy und wollte den halt erledigen. Und jetzt muss ich halt mit meiner Armee zurück, erstmal die Rebellen fertig machen und dann kann ich mich um Skeggy kümmern. Also de facto ist es nur nichts verloren. Ganz im Gegenteil, es kostet mir gerade einfach nur Zeit und das macht es halt ein bisschen ärgerlich. Aber ich ziehe auch schon gerade parallel meine zweite Armee hoch. Und sobald ich die zweite Armee habe, wird eh alles ein bisschen einfacher werden. Daher, ich bin guter Dinge, ich bin entspannt. Das wird heute eine großartige Runde. Und wir werden im nächsten Fight auf jeden Fall gleich die Blutqualen-Medusas kämpfen sehen. Und auf die freue ich mich, weil die finde ich mega geil vom Design. Dann, ich glaube, wir können auch einfach den Zug beenden, weil der speichert immer am Ende. Das heißt, wir haben den schon gemacht, jawohl, diesen Zug. Und dann schauen wir mal, was jetzt Hellebronn zum Beispiel so macht, die jetzt hier hockt. Wird sie sich hinausbewegen? Wird sie, weil sie hockt halt hier. Ich glaube, das wäre ein einigermaßen ausgeglichener Kampf. Aber sie ist halt in der Stadt und ihre Armee ist sehr stark. Also angreifen will ich sie eigentlich nicht. Ich überlege, ob ich halt hochgehe und die Stadt da angreife. Aber sie wird, irgendwo hat sie sicher noch eine Armee. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich das trauen sollte. Oder ob ich jetzt dann erstmal selber was aushebe. Wir werden sehen. Und ich hoffe mal, dass mein Verbündeter jetzt hier da hochgeht. Komm. Wie sieht das denn aus in Bezug auf die, wie sieht das denn aus in Bezug auf die, Konföderationen, vielleicht weiß das jemand im Chat, kann ich Hellebronn auch dahin prügeln, sie zu konföderieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn sie ganz schwach sind, aber ich weiß nicht, ob sie, wenn sie dich hassen, das trotzdem machen. Oh, du hast wieder ist der gleiche, der mir da durchrumort quasi. Und ich hatte halt die Sachen gar nicht befestigt, weil das ja in der Mitte meines Gebiets ist und der sitzt halt jetzt in der Mitte meines Gebiets. Wir müssen das gewinnen. Das ist, Okay, mein Chat sagt, ich kann, wenn ich ihre letzte Stadt einnehme und sie in der Schlacht besiege, kann ich sie zwingen. Ja, geil. Dann, muss ich nach oben.
desto unausgewogen eurer Kräfteverhältnis, desto geneigter ist, in der Konfrontation einzugehen. Das ergibt Sinn. Das Problem ist halt, dass die mich wirklich gar nicht mag. Und ich glaube, at this point würde die lieber sterben, als meiner Konföderation beizutreten. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen. Ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, diese Schlacht zu gewinnen. Aber sie kommen von einer Seite. Das ist das, wenn sie von einer Seite, das kriegen wir hin. Das hatten wir ja hier schon mal. Hab Vertrauen, Maurice. Okay. Wir müssen das, also uns bleibt eh nichts anderes übrig. Wir müssen das gewinnen. Ach so. Ja. Ja, dann. Aber wir hatten das ja schon mal geschafft. Du solltest dich nur wieder hinter meine Speere stellen. So, wo sind denn meine zwei? Da bist du. So, wo sind deine Speere? Direkt hinter dir. Hier. Ich meine, der kann halt auch da noch hinlaufen, ne? Mal schauen. Ja, wird er aber... Oh, wird er machen, ne? Ich glaube, er wird... Oh. Der hat sich so aufgestellt, dass er von zwei Seiten angreift. Ja, also wird die das gehen, eher schwierig werden. Die gehen hier und der geht eindeutig da. Haben wir da auch irgendwo einen Turmplatz? Boah. Stimmt irgendwo einer. Ich sehe halt keinen. Weißt du, was wir machen? Wir machen das ein bisschen smarter dieses Mal. Ich hätte gesagt, ich gebe dir einfach die rechte Seite in dein Vertrauen. Weil das ist, glaube ich, leichter, dass du das dann da für dich koordinierst. Und ich gebe dir auch mehr Einheiten, weil ich drüben gerade schon einen Turm gebaut habe. Das heißt, ich habe dir auch noch die Schwerter gegeben. Und werde versuchen, hier mit zwei Einheiten zu halten. Das wird ganz super, Pia. Wir haben quasi schon gewonnen. Ich glaube, ich habe einen Desync. Nein, ist da. Perfekt. Wir haben quasi schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall haben wir gewonnen. Also. So, du hast noch einmal Schwerter. Die kannst du auch noch zu dir rüberziehen. Ich habe dir die anderen auch noch gegeben. Aha. Ja, wo haben wir hier noch einen Turm, ist die Frage. Wir haben da keinen Turm. Nee, sieht nicht danach aus. Wir haben nur so eine Falle hier. Die nicht so viel bringt. Du wirst das schaffen. Ich habe Vertrauen in dich. Bestimmt, bestimmt. Gut, dann starten wir. Auf geht's. Besser wird's nicht. Ja, ein glorreicher Sieg wird unser sein. Ja, wer kommt, glaube ich, nur mit. Boah, sag mal, dass er nur mit drei Einheiten kommt. Das wäre super, aber die Pferde wird er wahrscheinlich hochschicken. Scheiße. Diese schäbigen Schreckensspeere hier. Nee, das wird easy. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mich belächelst? Nein, ich versuche hier Vertrauen aufzubauen und so. Während du mich belächelst? Vielleicht. Ist das nicht die gleiche Schlacht, wo du gestern gesagt hast, okay, das schaffen wir nicht? Ja, genau, aber das ist die Schlacht, die wir geschafft haben, wo ich ihn überleben habe lassen. Und nur weil ich ihn überleben habe lassen, sind wir jetzt in dieser Situation, Maurice. Okay. Also lass niemanden überleben. Es ist ja alles, alles deine Truppen, deine Städte, ne? Wenn ich hier, ich verliere quasi nichts. Das da oben schaffst du doch. Ja, das schaffst du easy da oben. Ich darf nur nicht fallen, bis du mir helfen kommen kannst. Moment, kommen sie jetzt mit Reitern? Ja, sie kommen doch mit Reitern. Müssen tatsächlich die Speere doch davor lassen. Ich dachte gerade, sie kommen vielleicht mit den Speeren zuerst. Genau. Das werden wir nicht schaffen. Dankeschön, Rukushu, für die 5 Monate. Willkommen bei den Eumeln. Willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen lieben Dank fürs Dabeibleiben und ganz viel Spaß im Stream weiterhin. Dankeschön. Für was wurde Warhammer 3 eigentlich bei Release so stark kritisiert? Möchtest du das erzählen? Du hast da ja eine wundervolle Recherche dazu gemacht. Jawohl, also es wurde tatsächlich für im Grunde zwei Dinge kritisiert. Das eine war Gameplay-sichtig, dass diese Chaosreich-Kampagne wahrgenommen wurde und durchaus, finde ich, zu Recht, als eine, die sich einfach sehr schnell abnutzt. Weil du Mechaniken hattest, die dich recht klar in bestimmtes Gameplay gezwungen haben,
und dir nicht so viel strategischen Freiraum geboten haben, das unterschiedlich anzugehen. Und das war halt genau entgegen dem, was du von Total War willst. Du willst halt eine möglichst freie Sandbox und das war eine Story-Kampagne. Und das aber vor allem in Kombination damit, dass die eigentliche große Sandbox, auf die alle gewartet haben, die wir jetzt spielen, Immortal Empires, die kam bei Warhammer 2 halt kurz nach Release, einen Monat nach Release. Und damals war sie neu. Alle haben damit gerechnet, die kommt diesmal auch relativ bald. War aber nicht der Fall. Sie kommt jetzt 6 Monate später. In Kombination damit, dass die Hauptkampagne nicht genügend Abwechslung geboten hat. Und das hatte für viele das Gefühl, als würde Creative Assembly ihre eigene Community nicht verstehen, weil alle halt das hier wollten. Und das Zweite war, dass es leider auch einige Bugs gab. Zum Beispiel, wenn man Feldherren aufgelöst hat, dass sie weiterhin Versorgungskosten gekostet haben und so Zeugs. Und ich finde, gleichzeitig wurde das Spiel auch teilweise ein bisschen sehr hart kritisiert, weil ich finde immer noch, dass auch zum Release schon sehr viel Cooles drinsteckte, so an Fraktionsdesigns, Einheitendesigns und sowas. Man kann aber nicht leugnen, dass der Release nicht rund war und auch nicht das, was die Community wollte. Und deswegen gab es Kritik, zum Teil zu Recht, zum Teil überspitzt. Und das ist jetzt so der, sage ich mal, Rettungswurf der Entwickler. Das ist die Kampagne, die alle wollen seit langem. Und wir finden jetzt raus, ob sie so geil ist. Ist sie. Wie sie sein muss. Bislang bin ich sehr angetan. Vor allem das Chaoskrieger-Rework finde ich so geil. Das will ich halt seit Release vom Teil 1. Also so schade es ist, dass sie halt so spät gekommen ist, quasi. Finde ich es eher schade aus Sicht für die Entwickler, weil sie sich einfach damit keinen Gefallen gemacht haben, dass sie so lange gewartet haben. Achtung, ich bin gefallen auf der Seite, nur dass du Bescheid weißt. Also sie haben sich halt selber keinen Gefallen damit gemacht, weil, also ganz hart gesprochen, ich finde von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sind die Reworks mega gut für den dritten Teil in Immortal Empires. Also sie haben ja wirklich Liebe und Zeit und Aufwand reingesteckt, dass die Chaos-Barbaren komplett überarbeitet wurden, dass sie zum Beispiel so Leute, also so Fraktionen, die halt da unter Einfluss stecken, wie Morati mitbearbeitet wurden. Sie haben diese ganzen Städte, diese anderen alten Städte alle begehbar gemacht. Also der Aufwand und die Liebe, die sie da quasi reingesteckt haben, der ist super, der ist absolut fein und finde ich auch finanziell alles im Rahmen, so wie sie das gemacht haben. Die Zeit, die sie dafür gebraucht haben, auch komplett im Rahmen. Taktisch gesehen wäre es trotzdem klüger gewesen, diese Zeit vor Release des Games zu nehmen und nicht nach Release des Games. Und zu sagen, okay, wir releasen den ganzen Haufen einfach 5 Monate später, damit nur ein Monat Pause dazwischen ist und die Leute nicht ein halbes Jahr lang Zeit haben, wütend zu sein. So. Das hätten sie halt machen sollen. Das ist natürlich auch, ist mir bewusst, ne? Man sagt es immer so leicht als Außenstehender. Da stehen Finanz- und Marketingpläne dahinter und so, aber ich bin 100% bei dir. Es wäre, dann stünde das Spiel jetzt nicht da mit 50% negativen Steam-Reviews. Was halt nicht gerechtfertigt ist, weil es gibt Spiele, die haben 50% negative Steam-Reviews verdient. Und Total War Warhammer 3 definitiv nicht. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Spiel. So, Marketing hat verkackt. Und dann kam ja, was noch dazu kam, und das sollte man nicht unterschätzen, war ja die Hate-Welle, die aus dem asiatischen Bereich kam. Da gab es ja, also das hat ja noch mal richtig krass gezündet. Ich glaube, das haben ganz viele europäische Spieler gar nicht auf dem Schirm. Der Marketingbereich im asiatischen Bereich hat aus irgendeinem Grund Influencer für die Werbekampagnen gebucht, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Also wirklich auch so Lifestyle-Influencer. Und die eigentlichen Warhammer-Influencer wurden einfach übergangen. Ja. Und dann mussten sich die Communities Beauty-Content-Creator reinziehen, um an Informationen zu kommen für das Spiel. Und das hat halt die Community mega aufgebracht, weil sie das halt super scheiße fanden. Das heißt, auch der europäische Markt, beziehungsweise Steam und alles, wurde geflutet mit einfach asiatischen negativen Reviews und auch Bots, die quasi sich gerecht haben für diese Werbekampagne und deswegen auch ganz gezielt. Also man sieht von Release quasi von dem dritten Teil und diesem Skandal
siehst du ab dann beim ersten, beim zweiten und beim dritten Teil auf Steam, dass plötzlich so 10.000 negative Reviews auf Steam aufgeploppt sind innerhalb von wenigen Tagen, weil die sich halt dafür gerecht haben. Richtig. Ich würde übrigens immer darauf hinweisen, dass ich meine Feinde besiegt habe. Dankeschön, Zekasaurus, für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Quasi so, das ist die neue Dolchstoßlegende, die sich jetzt hier ergeben wird bei den Dunkelelfen. Meine Front hat gehalten, die Vierfront, obwohl sie viel mehr Ressourcen hatte und Türme hatte und so, hat uns enttäuscht. Und deswegen konnte der Feind uns in den Rücken fallen. Wir hatten quasi hier schon gesiegt, als die Kunde kam, Pia hat versagt. Ja. Kacke. Also quasi, wir hier haben gesiegt und Frau, nein, wir müssen das gewinnen, hat es nicht gewonnen. Die Stadt wird jetzt fallen und ich krieg eben die Rechnung dafür. Also. Die Causa der Rebellen, weißt du, weil diese Geschichte verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer. Ey, das ist wirklich, ich bin so hart getriggert davon. Das war ein Klick. Es war ein Klick. Ich hätte nicht mal klicken müssen. Ich hätte nur warten müssen. Das ist ja das Absurde. Mhm. Ich hätte nur warten müssen. Und wenn ich gewartet hätte, wäre nichts passiert. Ja. Ja, scheiße, ne? Ja, also wirklich, ist schon scheiße. Frau, nein, wir müssen das gewinnen, hatte auch nur halb so viele Soldaten wie Maurice. Ja, Zombie, ja, aber Maurice Türme geht es ja so. Nicht so viel um Realismus. Der geht es nur um Kritik hier. Ey, sie hatte alles Geld, die hatte alle Türme, wir hatten nichts. Wir wurden da allein auf uns gestellt Turm, gelassen. Der nicht richtig schießen konnte. Ja, dann hast du ihn halt schlecht platziert. Also wenn du halt, das ist noch dazu, die Eliten in ihrem Elfenbeinturm, ne, verprassen das Geld und beschweren sich dann, ja, aber wir haben den Turm ja falsch gebaut. Ja, das ist ja, ne, das ist ja, also... Ich bekomme hier so viel Hass gerade, ne? Warum bekommen eigentlich alle meine Dudes gerade... Ach, wir hatten nicht neu geladen. Ich habe ja hier das Problem mit meiner Einheit, dass die da auf der anderen Seite steht schon wieder. Ich komme mit meiner Armee nicht ran. Ah, verdammt. Ich müsste den letzten Spielzug gerade nochmal neu... Also jetzt nur diesen Zug, der gerade gestartet ist, nochmal neu laden. Weil ich einfach jetzt gerade wieder einfach nur versucht habe, auf die Stadt zu klicken. Und ich gerade wieder an Land, also ich verliere gerade 3 Runden, weil das Spiel mich einfach nicht übers Wasser gehen lässt. Dann müssen wir tatsächlich nochmal hier, müssen wir jetzt die Schlacht aber auto-resolven, die machen wir jetzt nicht nochmal. Ja, das wäre aber sehr nett, wenn das gehen würde. Ich hatte das gestern vergessen, dass das noch offen war. Am Ende des letzten Zugs halt nochmal machen. So, das ist wieder das hier. Das ist richtig, richtig ätzend. So. Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, warum. Also ich weiß nicht, warum er mich da zwingt, über die Insel zu gehen, obwohl ich schon im Wasser war. So. Ich hab dich eingeladen. Das ergibt halt, also verstehe ich nicht, steuerungstechnisch. Aber das ist ja kein Total War Warhammer 3 Bug, das ist einfach Total War Warhammer, das ist in jedem Teil so. So, dann probieren wir es nochmal. Dein Chat ist ganz schön frech. Ja, ich weiß. Immer schon gewesen. Ja, die kommen ziemlich nach ihrem Streamer. Leider wahr. Ich kann da nicht mal was gegen sagen. Das sind halt, ja, das sind ziemliche Säcke alles, ich weiß es. Die Skeggy blockieren dir den Weg, du musst die angreifen. Ich bin im Wasser. Die können mir im Wasser eigentlich den Weg nicht blockieren, zumal ich vor denen im Wasser war. Und mir das mit dem Zug ja schon, also das mit dem Zug ist ja schon passiert, da war ich noch ganz allein im Wasser, you see? Ich bin quasi im Wasser und ich wollte, ach, der hat mir... Wir sind jetzt quasi am Ende von dem Zug, so war das, genau. So. Also ich hatte, dass ich jetzt quasi gerade überhaupt noch hier stehe, war schon von dem Zug davor der Fail, weil ich stehe hier schon seit 2 Runden.
nicht erst seit einer. Das ist jetzt schon die zweite Runde, in der ich hier stehe, weil ich halt schon einmal ins Wasser und wieder rausgemountet wurde. Letzte Runde. Das war der letzte Zug, der passiert ist, aber ich will jetzt nicht 3 Züge zurückgehen. Ich bin Lehrer, ich lege aus beruflicher Gewohnheit die Finger in die Wunden. Ist das eine Lehrersache? Ich dachte, Lehrer sollen Kinder unterstützen. Und so. Statt, also... Ich meine ja nur... Ey, Sigvalds Dialoge sind halt so geil. Dieses wunderschöne Gesicht verbirgt es gut, aber ich bin weiser, als ihr denkt, sagt er in der Diplomatie. Schöne Menschen sind also dumm. Es ist eigentlich eine komische Implikation von Sigvald, ne? Dass er davon ausgeht, dass das der Eindruck ist, obwohl er sich doch selbst als der schönste Mensch von allen ansieht. Ja, ist schon... Warum würde er das selbst von sich sagen? Vielleicht ist aber auch sein Wertesystem anders und er sieht halt wirklich ernsthaft weise sein gar nicht als irgendwie relevant oder wichtig. Er sagt es nur so nebenbei, ne? Also ich habe diese unwichtige Eigenschaft, von der du denkst, ich habe sie nicht, weil für ihn eigentlich wirklich nur Schönheit in irgendeiner Form wichtig ist. Ist er dazu noch blond? Chat, versucht ja, ihr gerade eine Möglichkeit, mich da auch persönlich mit anzugreifen? Habt ihr was gegen meine Haarfarbe? Möchtet ihr mir was sagen? Was hat denn jetzt die Haarfarbe damit zu tun? Das ist eine gute Frage, ja. Chat, Pia Chat. Dankeschön, Icecake, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Ne? Dankeschön. Weil solche plumpen Vorurteile hat bei mir niemand. Die sind prinzipiell Säcke, egal ob jemand blond ist oder nicht. Aber dein Chat hat offenbar richtig Vorurteile und so. Ist richtig unsympathisch. Ne? Ups. So. Ich drücke jetzt sehr vorsichtig. Ich bin im Wasser. Ich möchte bitte aufs Wasser rausfahren. Ich fahre noch ein bisschen näher ran und jetzt würde ich gerne in meine Stadt aufsteigen. Dankeschön. Im dritten Anlauf bin ich jetzt endlich da, wo ich sein sollte. Sehr gut. Ich kann Skeggy im Wasser nicht angreifen, Leute. Oh, die Frage ist halt wirklich, was machen wir hier? Zumal ich auch ein anderes Problem gerade habe, außer als Skeggy. Mein Problem ist da drüben. Ob wenn da Sachen fallen, ist mir das erstmal komplett egal. Weil da sind noch ein paar andere generell Sachen, die mir auf den Sack gehen. Das heißt, das ist mir erstmal alles Wurst. Ich muss mich taktisch bewegen. Ich muss erstmal Eisenstachel wieder wegbekommen. Damit ich die da, bevor die sich wieder aufbauen, hier stückchenweise, einfach mal direkt wegpacke. Außerdem muss ich gleich den da wegknallen, weil Maglan, der andere Dude, den ich geholt habe, mit meiner Zweitarmee, die ich gerade aufbaue, auch keine Loyalität mehr gegen mich hat. Dunkelelfen, ne? Also wir lieben sie und wir hassen sie. Das stimmt, ja. Gleichermaßen. So, also hier scheint... Wie kriege ich denn seine Moral hoch? Der hat eine Loyalität von 3. Wie kriegt man die Loyalität von seinen Leuten nochmal hoch? Nächste Runde kann ich hier wieder einen Kommandanten mit rekrutieren. Gib ihm Items oder lass ihn Schlachten gewinnen. Ich habe keine Items übrig. Mit einer stärkeren Armee, ja, die kriegt er ja gerade, das braucht halt ein bisschen. Wenn ich dem jetzt noch mehr Armee reinpacke, obwohl er schon dabei ist, überzulaufen, ist das ja jetzt auch nicht unbedingt so klug. Into these confines. Ferocious. Following orders. Supreme Sorceress. Keine Ahnung, wie gut wir gegen Hellebrons Armee sind.
wenn die uns jetzt angreifen sollte. Wir haben ein paar gute Einheiten, aber auch ein paar nicht so gute. Das kriegst du schon hin. Das wird alles ganz großartig. Lunatic und hallo Karim. Was ist deine Lieblingsrasse und welcher ist dein Lieblingsheld? Wir spielen sie gerade. Morati und die Dunkelelfen. Ich mag Waldelfen auch sehr gerne. Und ich mag die... wie heißt sie? Die... Bosaurus mag ich auch sehr gerne. Und die Gruftkönige mag ich auch sehr gerne. Und ich finde auch die neuen Fraktionen, die dazu gekommen sind, ziemlich cool. Hier aufrüsten, jetzt machen wir noch nicht. Sowohl Kislev als auch die, also Miao Ying finde ich mega, mega geil. So, jetzt wird's spannend. Aber sie da jetzt all in all, Dunkelelfen. Sonst mache ich nächste Runde eine Zweitarmee mit diesem Anführer, den wir schon rekrutiert hatten. Und ich hoffe doch, mein Verbündeter schafft das jetzt. Und holt diese Rebellen hier weg, bitte. Was macht Hellebronn? Sie kommt. Macht alle außer Hochelfen. Knappe Niederlage, sagt das gewinnen er mir. Wir. Das versuchen wir jetzt zu fechten. Das gewinnen wir. Nicht versuchen, das gewinnen wir, das schaffen das wir. Das wird spannend, ja, auf jeden Fall. Ach, hat eine Manticore, das wird... Wird lustig, ja. Also ich würde ja mich erstmal beschweren, dass das unfair ist, dass die da mit Reittier kommt und du ohne. Und ich würde vorschlagen, dass ihr euch quasi in der Mitte trefft, nur mit Fäusten und ohne Schupfen. Ja, ich finde auch. Also wir haben tatsächlich schon gelernt, Sigwald hat keine Chance im Nahkampf gegen sie. Ja. Deswegen müssen wir da aufpassen. Wir positionieren uns am besten relativ weit oben und lassen sie halt kommen. Und du kriegst diese Horde an Streitwägen, die wir haben. Ja, du hast halt Kornsachen, ne? Das ist halt ultra geil. Und Chaos-Trolle, ey, du hast halt richtig geile Einheiten. Ja, eigentlich schon. Wir werden das, ich werde die hier so im Wald verstecken, dass sie da rausbrechen können, wenn der Feind kommt. Wir haben hier Sigwald mit seinen Leuten. Und ich gehe da eben so oben hinten hin, dass sie hochkommen muss zu uns, weil sie ist ja die Angreiferin. Und sie hat sehr, sehr viele Bogenschützen. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass er sich damit so ein bisschen auf mich einschießt. Ich habe jetzt diese Champions, die haben ja immerhin Schild und jetzt diese Ziehnicht-Barriere auch noch. Die müssten ein bisschen was aushalten können. Dann können wir vielleicht halt mit den Streitwägen durch ihre Bogenschützen durchrasieren, weil sie hat nicht so viele gute Einheiten, außer ihr selbst, die halt richtig gut ist, leider. Ich habe Rasenmäher. Genau. Da hoffen wir jetzt drauf. Bist du bereit? Ja. Dann ab geht's. Ja, das Problem ist, ich habe hier halt wenig, um mich zu verstecken. Wir schauen mal, was sie macht. Du solltest dich bewegen. Die wird nach vorkommen und dich anschießen und hinten bleiben. Und du wirst richtig auf die Fresse kriegen, wenn du da stehen bleibst. Weil die Bogenschützen richtig ekelhaft sind. Ja, ich glaube, wir können nicht viel anderes. Wenn sie näher kommt, das sind auch berittene, ne? Berittene Bogenschützen. Dann werde ich probieren, mit meinen Leuten da runter zu rennen. Und anzugreifen. Ich meine, das wirklich Positive daran ist ja wirklich, dass sie aus dem Wald heraus nicht so gut mit den Bogenschützen schießen kann, weil der Wald blockiert. Das ist dein Vorteil gerade, von dem wie der Wald da steht, aber... Das stimmt. Die sind halt schon... Blah. Das Coole ist, sie schießt jetzt erstmal auf meine Ziehnicht-Einheiten, die ja Schild haben und das auch regenerieren. Und jetzt komme ich mit den Trollen hier tatsächlich genau in die Flanke ihrer Bogenschützen. Ich gehe tatsächlich spazieren mit drei ihrer Speereinheiten. Sehr gut. Die sind nämlich gerade umgedreht und haben keinen Bock auf mich. Aber wir sind halt sehr viel schneller. Deswegen einmal hier umlaufen. Und dann kommen wir wirklich komplett von hinten. Was ist eine Flanke, wenn man auch ins Kreuz einbrechen kann? Jetzt will sie auf den guten Sigwald.
Das finde ich nicht so schön. Er hat auch Peitscheninfanterie, sowas. Ne, ich glaube, ich sollte gar nicht auf sie gehen. Sie ist viel zu gut. Ich werde versuchen, sie abzulenken. Mit dem ganzen Rest hier sie in den Nahkampf zu verwickeln. Und vor allem gezielt versuchen, auf ihre Speere zu gehen. Ach, ich mach die Bogenschützen weg. Wieder erwischen lassen. Alter, wie die den fertig macht. Das finde ich ein bisschen krass auch, dass halt ihr Anführer einfach, also wir sind ja auf einem ähnlichen Level, inzwischen ist sie 3 Level höher, dass sie halt Sigvald einfach so wegjietet, dass der sich gar nicht wehren kann. Ja, Hellebronn gehört ja aber auch zu den Stärksten, ne? Ja. Aber Sigvald ist ja auch ein reiner Nahkämpfer. Der hat ja sonst nichts. Er ist schön. Ja. Also er hat das Wunderschön-Perk. Das kostet auch Punkte. Dass die den so wegwalzt. So, rein und wieder raus. Ja, die alte Helly langt ordentlich zu. Ja, die ist richtig heftig. Also, ich habe ja auch schon mit der gespielt und es hat richtig Spaß gemacht. Weil ich halt einfach... Also, ich konnte halt richtig überall durchrasieren. Ich habe mit der alleine Armeen platt gemacht. Das war schon echt cool. Ja. Das war so eine willkommene Abwechslung. Weil Morati ist stark, aber Morati kannst du halt nirgendwo reinschicken. Weil die halt Magierin ist. Die fällt halt um. Und es war eine willkommene Abwechslung, das mal so ein bisschen anders mitzubekommen. Hier schon krass, ja. Ich schicke jetzt mal die hier raus. Und rasieren! Jawoll! Und hier versuche ich sie wegzulocken. Die sind ziemlich stark, zum Glück. Also ein kleines Problem, das ich so ein bisschen habe, ist, dass deren Reitereinheiten überall so dazwischen stehen und in die kann ich nicht richtig rein beschleunigen. Stimmt, also die kicke ich halt nicht so richtig, das ist ein bisschen schade. So, das geht bei euch. Die ist halt noch nicht mal verwundet, also die hat noch nicht mal Leben verloren, Hellebronn. Ich versuche sie halt so wegzuhalten. Okay, die kriegen hier auch nicht regeneriert, weil der Feind sie verfolgt. Was ist das da? Haben wir hier noch irgendwas? Lauft! Ihr zieht euch vielleicht mal zurück. Oh, Hellebronn ist hier weg. Ich meine, ihre Truppen kriegen wir ganz gut, aber selbst dann weiß ich nicht, ob wir Hellebronn selbst haben. Doch, wir räumen jetzt mal alles weg quasi. Und du kriegst das gleich Hilfe von mir. Ich muss dann nur auf dem Weg noch das ein oder andere wegrasieren, was hier versucht wegzurennen. Ja. Diese aufstrebenden Champions sind halt ziemlich krass dafür. Wenn ein Trupp jetzt von Hellebronn in die Flucht geschlagen wurde. So
Ich will halt nicht, dass die Bogenschützen sich da irgendwo am Rand wieder sammeln können. Weil die halt so gefährlich werden, sobald die sich sammeln. Das stimmt. Weil die dann einfach irgendwo so am Rand stehen und dann haben die so 5 HP und rasieren dir trotzdem noch 2 Einheiten weg. Stimmt. Deswegen jage ich alles, was versucht irgendwie sich zu sammeln. Und ihr werdet getreten und ihr werdet getreten, dass die Moral schön unten bleibt, damit die gebrochenen Einheiten schön gebrochen bleiben. Ui, da kommt was auf uns zu. Oh, es fliegt. Ich meine, die beste Chance, die wir, glaube ich, gegen sie haben, ist darauf zu hoffen, dass wir ihre Moral gebrochen bekommen. Indem alle ihre Truppen wechseln, wir sie dann umzingeln, ja. Und das wird tatsächlich klar. Au, 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 geh weg von mir. Ich glaube auch tatsächlich, dass sie den gesamten Balken ausmacht, der noch da ist. Ja, ich glaube auch. Mir ist leider eine Einheit gestorben. Das macht nichts. Verluste waren einkalkuliert bei dieser Schlacht. Ja, verdammt, es wird knapp. Sieht gerade gar nicht so gut aus. Also ich gehe mit ihr ein bisschen spazieren. Unfreiwillig, wohlgemerkt. Aber ich krieg sie beschäftigt. Schlagen jetzt hier gerade recht viel in die Flucht von ihr. Alles rennet, rettet, flüchtet. Wenn wir diesen Helden auch noch kriegen vielleicht. Ja, dem seine Moral geht in den Keller. Wie ist das eigentlich mit diesem Korn-Charakter, also mit Valkia? Die wurde ja als einzige Dämonenfürstin bis jetzt auch wirklich so gezeigt, wie sie mega aufs Maul bekommt. Möchte uns das Spiel damit sagen, dass sie besonders gut darin ist, ihre Moral zu behalten? Das weiß ich nicht. Oh Gott, Morati kommt hier rein. Lauft! Ich sag immer Morati. Warum sage ich Morati? Morati bist du. Weil ich auch gruselig bin. Aber nicht so. Ja. Also, wenn ich mir Hellebronn gerade so anschaue, muss ich überlegen, ob ich ihr nicht vielleicht doch sage, wie ich meine ewige Jugend behalten habe. Die macht mir nämlich Angst. Ja. Ja, das war jetzt auch gerade echt blöd, dass sie hier gekommen ist, weil wir gerade... Ich krieg den Helden aber raus. Warte mal, den krieg ich rausgebrochen. Wir sind dran. Ich mal ein bisschen so mit meinen Truppen in unterschiedliche Richtungen ab, dass die sich ein bisschen regenerieren können. Ah, sie findet das aber nicht so gut, dass ich auf den Helden gehe. Rerun. Sind leider auch 2 von den Truppen abgehauen. Boah, das wird richtig knapp. Hast du keine Magie? Nee, leider nicht. Der ist gestorben vorher, der Magier. Die ist halt full life. Ja, ich verstehe es halt auch ehrlich gesagt nicht. Also, wie die so extrem stark ist. So, jetzt sind sie hier wieder regeneriert. Also wo das halt herkommt, also was die halt für absurde Stats hat. Crazy, ey. Das war ein ungeschickter Versuch, ihren Unverwundbarkeitsskill zu zeigen. Tatsächlich bekommt sie eben nichts ab. Ah! Das liegt in ihrer Lore, aber wenn sie viel Schaden nimmt, dann geht sie in den Berserker-Modus. I see. Aber wie kann man sie dann besiegen im Spiel? Ja, wahrscheinlich hat das auch eine Cooldown. Also wahrscheinlich wird die einfach für Zeit X unbesiegbar werden und wenn du da durchkommst, dann bricht's wahrscheinlich irgendwann. Problem ist ihre Rüstung. Ihr habt nichts, was höher kommt vom Damage. Die wird eure ganze Armee hochnehmen. Also es ist ja nicht unsere Armee.
an dieser Stelle. Das stimmt. Das ist... Es ist ja, ja nicht unsere. Nee, das, aber es versteht, also, ich meine, was soll ich denn dagegen machen? Also. Ja, erstmal. Eine Heldin, die ich nicht besiegen kann. Noch nicht. Mit meinen besten. Ja, aber die vibet mich ja. Also, die geht jetzt durch mein. Alter. Das ist schon ein bisschen absurd. Holy shit. Ja, keine Ahnung. Ich sehe gerade überhaupt, also. Sie hat keinen Weg, hier irgendwie was zu reißen, ehrlich gesagt, weil sie halt einfach keinerlei Schaden nimmt. Aber du hast auch... Hast du Bogenschützen? Chaos hat extrem wenig Fernkampf. Ich habe diese komischen barbaren Reiter. Ah. Ja, aber dann kauf mir... Dann kauf von mir die Bogenschützen. Am besten mag ich diese Tipps im Chat, wenn dann Leute so Sachen sagen wie, liegt an deinen Einheiten, du hast das sehr ungeschickt gemacht. Dankeschön in X-Nari-Rose. Ich habe einen Vorschlag. Ich würde jetzt einfach zum Streamen aufhören und du spielst dann statt mir. Was hältst du davon? Alter Schwede, ey. Das ist halt so absurd. Hallo Mick. Immerhin ist meine Armee nicht vernichtet worden. Weil ich nicht in Marstellung diesmal war. Ah, schon krass. Aber du hast gesagt, sie hat auch noch 50% Geschossresistenz. Das heißt, ja, das bringt auch nichts. Ja, aber da kommst du ja trotzdem durch dann. Also, da kommst du normalerweise trotzdem durch. Ah, oh, das müssen wir kämpfen. Oh, das könnte aber sogar klappen vielleicht. Hallo Tante Günther. Magier und halt, also die Dunkel, also meine Ambossstützen kommen halt doch trotzdem durch. Dann probiere ich das mal. Ja, das ist halt leider, das habe ich übersehen, die steht halt leider neben der Stadt statt in der Stadt. Deswegen kommt meine Garnison erst da hinterher quasi. Dankeschön, Uzi Gips. Vielen, vielen lieben Dank für 43 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und hallo Legendary Stefan. Okay, nee, doch nicht. Dann sah das nur sehr weird aus. Es sah so aus, als würden meine Einheiten nicht gleichzeitig hier landen. Boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das sieht auch nicht so gut aus, ne? Die Stärkeverteilung sieht schwierig aus. Boah. Okay, die haben Speerinfanterie und Waldgarde. Die Schwertinfanterie besiegt die Speerinfanterie im Nahkampf, ne? Aber nur, wenn die Speer in die Schwerter reinlaufen. Glaube, ja. So, dann halte du bitte die Dreierfront. Ich habe dir alles gegeben, was du dafür brauchst. Hoffe ich. Bist du sicher? Ja, du hast ja nur 3 Einheiten da drüben. Ja, das wird super. Das sollte eigentlich gehen. Ich mache mir um mich mehr Sorgen. Weil ich gegen eine Zauberin und einen fucking Hybridwaffenspezialisten ankommen muss. Aber... Du hast noch einen Trupp Speere, aber jetzt ist er weg, genau. So. Gut, das wird interessant. Gut ist, dass mit Hellebronn jetzt, also wir haben immerhin die Schlacht so geschlagen, dass sie auch ziemlich gebrochen war. Sie hatte sich jetzt nicht getraut, nochmal nachzusetzen gegen meine Armee. Das heißt, wir haben immerhin so einigermaßen einen Patt erzielt, weil ihre Armee auch ziemlich gelitten hat. Das war also gar nicht so schlimm, wie man dachte. Und ich werde jetzt mal ein bisschen probieren, noch meine Armee ein bisschen anders anzupassen. Was glaubst du, was ist sinnvoller? Also ich kämpfe dagegen eine Magierin und einen so einen Nahkampfdude und eine Geschossinfanterie. Möchte ich
Führerschaft plus 10 oder Geschossresistenz plus 15%. Geschossresistenz, oder? Damit die mich nicht wegmelden, während ich da stehen bleiben muss. Ja, probieren wir es. Oh, das ist richtig auch eine starke Heldin, oder? Mal schauen. Das wird jetzt interessant. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Nicht nur ein bisschen. Ich habe... Oh mein Gott, das macht Bumm. Oh, die schießt Giftwolken. Kann ich dir noch irgendwo einen Turm gleich hinsetzen? Ah, da hinten oben. Jawohl, da kriegst du gleich noch einen. Aber wenn die... Oh Gott. Nein, 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 nein. Mach das nicht. Brich das ab, brich das ab. Ja. We are ready. Druke, forward. Suffering for all. True power unleashed. Supreme sorceress. Ever onward. Turm wird bei dir hochgezogen. Jawohl. Alter, die Bogenschützen von denen tun meine einfach wegmassakrieren. Ja, in bei mir Salven. Auch. Zwei Salven. Holy shit. Bei mir auch. Das ist richtig absurd. Achtung, der schießt bis rüber zu dir. Ja, ich bin auch gerade komplett. Wow. Man gerade hat irgendwie in seine eigenen Leute reingeballert. Jetzt hier diese Bogenschützen mal so abzufischen. Aber ich glaube, die werden trotzdem hier weggeballert, bevor sie ankommen, kann das sein? Nee, nicht ganz überhin. Kann ich dir noch irgendwo einen Turm hinsetzen? Gibt's da nach... Ah, da drüben gibt's noch einen. Die halt nicht davonrennen. Was tut ihr denn? Die greifen jetzt da nicht an, weil hier noch ein, zwei von denen stehen. Aber sollten sie hier reinstürmen? Komm. Keine Chance. Also wirklich gar keine Chance. Die macht mich komplett nass, diese Ariel. Diese lustige kleine Fee. Ich meine, sie sieht sehr süß aus, diese kleine Fee. Aber sie ist nicht so süß. Bei mir bricht alles weg. Mir wird es so ein gegenseitiges Massakrieren. Und wenn die Fee dann hier vorbeikommt, selbst wenn ich das gewinne. Ja, die Helden sind absolut crazy. Also. Die nimmt mich komplett raus.
Ja, keine Chance. Crazy, ey. Halleluja, was waren das denn für Bogenschützen? Ah, okay. Ja. Ja. Die waren echt krass. Ja, gut, das wird jetzt interessant. Aber wie gesagt, also das ist ja alles hier noch, also bei Hellebronn, das war jetzt durchaus ein gegenseitiges Massakrieren. Wir haben zwar viel verloren, aber sie auch. Die wird jetzt nicht einfach durchjieten können danach. Wie ist bei dir der gesamtglobalpolitische Stand? Ich habe Krieg mit 4 Fronten. Oh, das ist nicht gut. Nee, das ist okay, die sind alle an unterschiedlichen Fronten. Die Sache ist ja, solange ich Quintex habe, Maurice. Also, ich spiele ja Morati seit 4 Jahren. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann solange ich Quintex habe, ist erstmal noch kein Weltuntergang. Ich muss einfach Quintex, solange ich Quintex halte, ist all good. Ja, bei mir auch so ein bisschen, das ist jetzt hier, ich hätte natürlich gern die gefrorene Stadt zurückbekommen, aber guckt mal euch Morati an, wie im Arsch die ist. Morati, Hellebronn, ja, immer noch. Das ist alles Dunkelelfen, Pia. Wow. Das ist, für Sigwald sind alle Leute, die nicht er sind, auch irgendwie gleich. Wow. Ich habe ein bisschen Angst, dass Skeggy mich da jetzt auch noch angreift. So, meine Verbündeten, ich hoffe doch, ihr holt jetzt hier diese Rebellen weg. Das wäre jetzt schon echt gut. Wenn wir das hier jetzt auch noch verlieren, dann haben wir wirklich allmählich ein Problem. Was halt für mich ein bisschen unlucky war, ich habe halt die Gebiete übernommen durch die Konföderation und in der direkten Runde daraufhin ist die Armee, die ich übernommen habe, übergelaufen und war so, nö, ich habe keinen Bock auf dich. So, das heißt, ich habe die Gebiete bekommen, aber hatte keine Armee mehr, um diese Gebiete zu verteidigen und habe jetzt in den Gebieten meine Gegner plus die übergelaufene Armee, die diese Gebiete angreift. Und es ist so, das ist okay, nervig. Fuck you. Ich hatte jetzt gerade hier endlich mal einen guten Verbündeten-Moment. Der hat Rebellen für mich platt gemacht. Walftor, Mammutreiter wird sich auch diese Stadt jetzt zurückholen. Wir müssen hier einen neuen Helden holen. Kann ich da einen nehmen, der kein Geld kostet? Das wäre eigentlich ganz geil. Ja, ihn hier. Kann ich jetzt hier... Wenn ich jetzt sie hier angreife, hilft die Stadt natürlich mit, ne? Ja. Sonst hätte ich jetzt einfach hier mal noch schnell rekrutieren können vielleicht und dann sowas holen. Also, was wollen wir? Die Chaos-Barbarenreiter sind halt auch nicht, die sind sicher nicht gut gegen Morati, bestimmt nicht. Wenn wir all unsere Champions behalten und die Elite-Einheit. Kann mir jemand erklären, warum mich dieses Spiel so sehr hasst? Ich frag einfach nur so generell. Gar nicht irgendwie böse gemeint. So einfach generell. Warum? Gibt es da irgendwie... Sind wir gerade in so einem Wir-alle-hassen-Shoyoka-Modus? Oder... Was ist passiert, Pia? Mein Untergebener wird nächste Runde überlaufen. Und ich dachte mir, okay, ich schieb den jetzt einfach direkt daran, dass wir Eisenstachel angreifen. Hab meine beiden Armeen vor Eisenstachel gesetzt, damit Morati im Marsch quasi noch mit angreifen kann. Und es geht sich um einen Schritt nicht aus, dass jetzt die andere Armee Eisenstachel angreift. Und jetzt stehen wir da vor den Toren und schauen blöd. Also es ist nicht schlimm. Nichts davon ist wirklich schlimm. Aber also langsam habe ich das Gefühl, Warhammer will mich nicht. So, was ist ihre Bewegungsreise? Okay, wir sind auch gerade im... Und ich habe auch keine Sklaven mehr. Das ist wahrscheinlich mit Abstand das Schlimmste an der Situation. Was sollen Dunkelelfen ohne Sklaven? Dunkelelfen ohne Sklaven haben quasi keine Existenz. Das stimmt, ja.
Das Chaos ist die einzige wahre Antwort, Leute. Ich spiele Morati, ich bin dem Chaos gegenüber nicht abgeneigt. Ja. So, also. Wenn sie da jetzt nicht die Verstärkung kriegen würde, ne, dann könnten wir jetzt sogar noch Zeugs rekrutieren und sie überraschend einfach weghauen hier. Möge Väterchen Nörgel eure Truppen unsterblich machen. Ja, das Problem damit ist halt, dass die Interpretation von unsterblich von Nörgel, also ich wäre gern schon mein eigener Mensch und ich mag auch Wirbelsäulen. Ich bin nicht so der Fan von dieser einheitlichen Schlotze, bei der man nicht genau weiß, wo Person 1 anfängt und Person 4 aufhört. Ja. Nee, Dankeschön, Mosuko, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Total War Warhammer 3 gibt es als Einzelspiel, Renexor. Das hier ist gerade die Immortal Empire-Kampagnenkarte und das verbindet die drei Teile miteinander. Gut, ich gehe tatsächlich mal auf diese Wurfaxtreiter. Und. Sonst ist jetzt hier nicht wirklich viel, was ich unbedingt will. Wir verbessern hier unsere Festung, das ist gut. Können die hier vielleicht auch noch, oder zumindest hier mehr Geld kommen. Das kostet gerade sehr viel, wir brauchen das Geld gerade lieber für Truppen. Braucht man für Immortal Empire jetzt eigentlich alle drei Teile oder reichen zwei? Ich glaube, man braucht alle drei tatsächlich. Ich glaube, nee, das Geld behalte ich mir lieber gerade auf. Nein, das will ich gerade nicht. Ist das ein Angebot gerade? Es wird sicher Sales zum Release geben, würde mich nicht wundern. Dass man es tatsächlich ein bisschen billiger bekommt. Ja. Oh, im Multiplayer braucht nur der Host alle drei. Ah, das ist cool. Das ist sehr cool. Was halt sehr, sehr cool ist, um das vielleicht für alle, die sich überlegen, mit Total War anzufangen, was halt sehr, sehr cool ist, du brauchst nur die DLCs von den Fraktionen, die du selber spielen möchtest. Ergo, wenn du mit unterschiedlichen Leuten zusammenspielst, musst du nicht alle DLCs haben, die deine Freunde auch haben, sondern wenn du Waldelfen spielen möchtest, dann musst du dir nur die Waldelfen-Charaktere holen, die du haben möchtest und trotzdem sind alle anderen Fraktionen im Spiel. Und machen uneingeschränkt alles, was sie machen würden. Ergo, wenn du zum Beispiel sagst, boah, Hochelfen finde ich richtig scheiße, was ich richtig nachvollziehen könnte, weil niemand mag Hochelfen, dann brauchst du dir einfach keine extra Hochelfen kaufen, weil du sie eh nie spielen wirst. Das stimmt, weil du brauchst ja auch nur Dunkelelfen, da bin ich ja voll bei dir. Und Waldelfen, die sind auch gut. Sehr gut, mein Verbündeter holt sich jetzt das hier auch zurück. Und woher soll man wissen als Einsteiger, welche Fraktion man spielen möchte? Dunkelelfen. Also du weißt es natürlich spielerisch nicht, aber jeder Fantasy-Fan hat doch so seine... Also ich gehe ja da rein und denke mir, ah ja, so alles, was so finster, Sauron-mäßig oder nekromantisch ist. Was halt auch Sinn macht, was man halt natürlich auch einfach machen kann, wenn man sich nicht sicher ist, was man spielen möchte, ist, dass man sagt, okay, ich schaue mir einfach mal die ganzen Spiele-Trailer an, weil da kriegst du ein Gefühl dafür, wie die alle funktionieren. Wollt ihr mich verarschen? Wenn ich das fighten möchte, Maurice, mit meinen zwei Armeen gegen ihre komischen Popel-Schreckenspeere, zieht mir der Auto-Resolve von meinen gesunden Einheiten der Hauptarmee 6 Einheiten ab. Wow. Wir müssen das spielen, es tut mir leid. Oder wir umkreisen.
Ich lasse sie aushungern. Ich habe ja keinen Stress gerade eigentlich. Ne, die umkreist da einfach. Entschuldigung, ich bin da gleich. Ich hab nur, wollte nur sicher gehen, dass das wirklich am Umkreisen ist. Und damit ich ein bisschen weniger Stress habe. Ein bisschen weniger Einheit. Ah, wenn meine zweite Armee nicht revoltiert, ich kann nicht umkreisen. Danke für die Erinnerung. Die laufen mir ja amok. Das wäre richtig ärgerlich da gewesen. Ich liebe euch, Chat. Das sind die Backseat-Momente, in denen ich wieder dankbar bin für den Chat. Denn das sind sinnvolle Sachen, wenn ich daran erinnert werde, was ich selber letzte Runde gesagt habe und einfach vergessen habe in den letzten 3 Sekunden. Das ist in der Tat immer sehr wertvoll, ja. Dann müssen wir jetzt kämpfen. Dann würde ich das folgendermaßen vorschlagen. Ich würde jetzt schnell pinkeln gehen. Und dann kannst du in der Zwischenzeit alles in deinem Zug machen, was du machen möchtest. Und wenn ich zurückkomme, zwinge ich dich mit mir zu kämpfen. Was hältst du davon? Das klingt voll geil, Pia. ich bin so froh, mit dir gemeinsam streamen zu können. Es ist mir ein Privileg. Voll gut. Bis gleich. So, oh, jetzt können wir auch noch einen Magier rekrutieren. Ihr habt es ja korrekt gesagt, einen Hexer. Welche Hexenschule hat nochmal gute Debuffs gegen einzelne Feinde? Ich glaube, Schatten war da gar nicht schlecht drin, ne? Oder Tod. Ich glaube, Schatten war da ganz gut drin. Schatten hatte so Nahkampf-Debuffs am Anfang. Oder Tod. Tod noch besser. Okay, dann nehmen wir einen Toten. Und rekrutieren wir diesen. Ich glaube, wahrscheinlich besser jemanden, der ein bisschen was aushält. Der kann dann da hier rein in die Armee. Und als nächstes können wir auch noch Gebäude bauen für Truppen. Ja, also das Chaos-Krieger-Gebäude fände ich mal gar nicht blöd, dass wir mal die ein bisschen rekrutieren können direkt, statt nur irgendwelche blöden Barbaren. Weil die Chaos-Ritter brauchen wir gerade nicht wirklich, weil Slaanesh gibt uns ja ständig diese Streitwägen, die auch als Kavallerie super funktionieren. Dankeschön, Daichan, für die 100 Bits. Aber ich glaube, ich gerade das Geld eher noch für die. Wobei, ein bisschen Geld habe ich ja. Wir bauen mal das Chaoskriegergebäude hier rein. Die Scheune brauchen wir nicht wirklich. Oder ein Manticore für fliegende Monster, aber das ist gerade zu teuer. Das geht gerade nicht. Das ist für später, glaube ich. Jetzt erstmal tatsächlich eine Chaoskriegerloge, glaube ich. Um an dieser Stelle vielleicht ein bisschen deinen Chat zu besänftigen. Das ist für mich in erster Linie auch einfach ein Running Gag, dass ich gegen die Hochelfen schieße. Und das baut sich einfach darauf auf, dass Morati meine mit Abstand meistgespielte Fraktion ist. Und ja, wenn du halt Morati spielst, dann hast du Hochelfen irgendwann. Weil du einfach nur von Hochelfen attackiert wirst. Konstant und andauernd bei allem, was du tust. Es ist richtig Pain. Niemand mag Hochelfen. Also mein Chat, ihr seid doch auch dunkle Leute. Es ist doch hier... Hallo Schneewolf. So. Weil übrigens geschrieben wird, die Barbaren sind nicht so geil, du brauchst nur eine Infanterielinie. Infanterie habe ich, Leute. Guck mal an. Ich habe hier 4 aufstrebende Champions und 2 Elite-Regimenter. Und ich habe Monster. Fernkampf ist meine Schwäche. Aber wir haben jetzt ein bisschen mal geskillt auf die Chaos-Barbaren-Reiter. Wir schauen einfach mal, ob das was bringt. Ich gucke jetzt einfach, ob ich noch von Pia was rekrutieren kann. Es ist ja nur Neid gegen die schönsten Elfen überhaupt, fast so schön wie Ogre. Also ganz ehrlich, ich finde Dunkelelfen viel schöner und attraktiver als Hochelfen. Oh. Ich finde auch Waldelfen viel attraktiver als Hochelfen. Also wenn ich nach der Reihenfolge gehen müsste, dann wären das Waldelfen und Dunkelelfen, die auch Waldelfen-Kombinationskleidung tragen, wäre amazing. Also so eine Mischung aus beiden. So düstere Waldelfen, mega geil. Aber wenn ich so nach einer Reihenfolge gehen muss, dann sind die Waldelfen, die Dunkelelfen mit Abstand die attraktivste Fraktion in diesem Spiel. I'm sorry.
Ja. Ich kann da gar nicht mehr widersprechen. Na, also, ne, wobei, halt, ich muss schon widersprechen. Hast du gerade impliziert hier, dass es irgendwas gibt auf der Welt, irgendein Lebewesen, irgendein Geschöpf, das attraktiver ist als Siegwald? Als Siegwald, der Schönste der Schönen? Ja. Der Mann der Männer? Ja. Der Held aller Frauen? Ja. Der Protofeminist? Der Protofeminist, das ist auch das, ja, wie ich es nennen würde. Also ich wäre bereit für die Schlacht. Bist du bereit? Ja. Bei Protofeminist habe ich entschieden auszusteigen. Verstehe das gar nicht. Was ist... Weißt du, das ist auch das Problem an den modernen Frauen. Die haben so hohe Ansprüche, dass selbst ein Mann wie Siegwald, der alles hat, Charakter, Aussehen, Reichtum, alles, Kompetenz, alles, was du dir wünschen könntest, ist immer noch nicht genug. Das ist halt wirklich auch das Problem. Ich glaube auch, dass das Problem die Frauen sind. Ja, wirklich. Weil sonst das Problem kann ja nicht Siegwald sein. Nee, also per Definition nicht. Deswegen musstest du sein. Hast du nicht gerade gegen Hellebronn verloren? Ich dachte, ja, du hast Hellebronn alles. Ist auch wieder so. Hellebronn ist genau die Art Frau, von der ich rede. Die sieht einen Mann wie Siegwald und alles, woran sie denkt, ist, den verprügel ich. Das ist, anstatt zu sagen, mein Soulmate, komm in meine Arme, Siegwald, wie es jede vernünftige Frau tun würde. Jede, ne, vernünftige Frau. Hellebronn ist halt offensichtlich nicht vernünftig, das ist ihr Problem. Ich glaube nicht, dass Hellebronn ein Problem hat, um ehrlich zu sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, um das mal so zu formulieren, ich glaube eher, du hast ein Problem. Okay, ich schau mal, von welcher Seite die Unterstützungsarmee am schnellsten kommt. Aber wenn ich gerade so gucke, hier überall brauchen die sehr lange zu kommen. Das heißt, wir müssen diese Seite wahrscheinlich nehmen, da wo es halt war. Dann stellen wir die andere Armee einfach um. 2 Minuten irgendwas. 2:45. Was haben wir hier? Okay, das heißt, es ist irgendwo da drüben auf jeden Fall. Aber das sieht auch gut aus. 2:45 ist auch nicht so schlimm. Und dann gehen wir von der Seite rein. Das gefällt mir eigentlich. Oder wollen wir die hier hin positionieren? Mal gucken. Das ist noch schneller. Genau da in der Ecke waren wir halt vorhin. Aber dann packen wir es hier auf 2:13. Das ist eigentlich fein. Dann kommen die hier so hoch. Und dann stelle ich meine Armee auch einfach hier an. So, was möchtest du spielen? Ich nehme was passt. Oh, hier haben wir diese Medusen. Die sehe ich zum ersten Mal. Geil, ne? Geschossmonster. Rüstungsdurchdringende Geschosse, Infanterieabwehr, annehmbarer Nahkampfspezialist. Das ist das, was du brauchst gegen Hellebronn. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, ich bin etwas neidisch. Vielleicht kann ich das ja über Verbündete rekrutieren sogar machen. Stimmt, ich muss ja gar nicht irgendwelche komischen Bogenschützen nehmen. Ich hole mir jetzt ein paar Medusen rein. Das müsste eigentlich gut gehen, ja. Gegen Siegwald ist ja auch der perfekte Anführer für Medusen mit seinem Spiegelschild, ne? Weil so wurde die Medusa ja wirklich besiegt. Ja. Also Siegwald kann sie guten Gewissens anführen, weil er weiß, er hat nichts zu fürchten. Ist perfekt. Dann gebe ich dir eine, dann kannst du mal ausprobieren, wie sich die für dich spielt. Ich würde dir generell ein bisschen mehr an Einheiten gerade geben, weil ich dann die neuen übernehme, die auch reinkommen. Jawohl. Damit wir da einen fließenden Übergang haben, oder ist dir das so zu viel Stress? Nee, das passt. Wo soll ich hin? Auch auf meine Seite. Ich greife alles von der Seite hier an. Okay. Dann werde ich dir einfach nachfolgen. Jawoll. So. Ach, wir können da richtig weit vorne starten. Das ist ja schön. Ich werde nicht auf die hintere Armee warten. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Und ich hätte einfach gesagt, wir wandern zu diesem
einen Lagerplatz da direkt hoch. Ich stelle mich da einfach schon mal davor hin. Da, wo deine Bogenschützen jetzt gerade schon stehen, genau. Okay. Dann gehe ich über die andere. Kann man da auch hoch? Ja, dann gehe ich darüber hoch. Dann nehmen wir beide Wege. Ist doch super. So. Ja, perfekt. Meine Bogenschützen haben auch ein Schild. Dann können wir die hochschicken. Schön. Ready? Ab geht's. Okay, hier sind Feinde. Die ballern wir jetzt hier richtig weg. Das wird kein Turm. Der Turm ist gleich weg. Der Turm ist weg. Nee, okay. Sie haben jetzt hier einen gebaut. Und dann gehen wir hier einfach wieder weg und haben sie dann einen Turm verschwendet. Ist auch super. We are ready. Run, advance, Druki. Eager. Nein! Meine Moderatoren haben gerade meine völlig neutrale fachliche Aussage über Sigvald geklippt. Nee, also nur geteilt. Natsuki hat es geklippt mit dem Titel Das Problem der modernen Frau. Leute, ihr werdet mich noch irgendwann ruinieren. Ich treffe hier völlig im Kontext sinnvolle Aussagen und ihr macht sowas draus. Das ist ein Problem. Das Problem des modernen Mannes ist das. Das wird immer schlimmer. Das muss bitte auch geklippt werden. Das ist nicht gut. Das wisst ihr auch. Ach, Quatsch. So, wir müssen da nach vorne, weil da ist jetzt der andere Turm. Ich muss in Range kommen, den wegzubekommen auch. Ah, okay, da kommt, Achtung, ja. Boah. Oh, das, da kommt die Sense. Das war knapp. Cold-blooded killers. My revenge comes. Feel my vengeance. Die. Dark shards. Ich krieg nur leider den Turm dort nicht weg gerade, aber das ist ja auch nicht so schlimm eigentlich. Er ist ja nicht ganz schlimm. Oder komm, nicht jede Frau will Männer, wird bei mir geschrieben, das ist absolut korrekt, aber jede Frau will doch sicherlich Sigvald, oder? Also, das geht ja gar nicht anders. Weil was und wen sonst? Der einzige Grund, Sigvald nicht zu wollen, ist, dass du weißt, dass du seiner nicht würdig bist und dann halt schon resigniert nach Alternativen suchst. Ich frag mich auch, wo das Problem sein könnte mit Sigvald, wenn du das gerade so erzählst. Also es gibt quasi keins. Ja. Ich glaube auch. Ja. Das wird sein. Was? Ich höre da so einen Unterton raus bei dir, Pia. Das, Ach, Quatsch. Weiß nicht, ob... Gott, ich liebe Dunkelelfen. Dunkelelfen machen mein Leben einfach so viel besser. So, Medusa, jetzt lass ich auch mal ein bisschen was sehen. Ah, die schießt so Magieblasts quasi. So, der nächste Turm wurde weggemacht quasi. Ja, ich habe auch drauf geballert. Und jetzt wird da oben ein bisschen rasiert gleich. Ne? Weiß ich nicht, ob ich dafür nochmal genug Winde bekomme, aber sollte eigentlich. Und unsere zusätzliche Armee kommt gerade.
Und es kommen noch zwei Medusas, weil... Geil. Weil vier Medusas sind besser als zwei. Alter, die schießen da richtig ekelhaft runter. Das finde ich richtig nervig. Und ich glaube, ich komme da aber nicht hin. Vom Schussverhalten. Komme ich da zurück? Schaffen die das? Achtung, es bauen noch hinter uns wieder einen Turm auf. Ja. Aber ich tue auch mal die Medusa draufsetzen. Achte ich, aber ich kann es nicht anklicken mit ihr. Dreist. Ah, du laufst den Umweg, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich versuche mit denen diese Bogenschützen dran zu kriegen, hier. Weil das sind ja die Schnellen. Und sie damit so ein bisschen zu erwischen. Ah, weißt du was? Ich schicke die mit, die Medusen, über deinen lustigen Weg. So, wir können schnetzeln. Komme ich da ran zum Schnetzeln, ist die Frage. Aber ich glaube schon. Ja! Geil! Einmal durch! Mal drauf geschnetzelt einfach. Ah, guck mal. Der andere Turm, den kriege ich mit meinen Einheiten aber nicht weg. Da müsstest du ganz kurz drauf schießen. Ja, ich wollte eigentlich die Medusa schon drauf, weil die kann jetzt erst so machen. Wir. Aber die brechen auch gleich, also. Ja. Ja, ich habe jetzt auch gleich den Flankenangriff gegen die Bogenschützen hier. Ja, du kriegst da Rückendeckung. Ich habe zwei Medusen mitgeschickt. Sehr gut. Das wird auch nochmal spannend werden. So. Unser Buff ist auch noch da. Damit rennen die auch weg. Wie die alle am Schreien sind, das ist großartig. In meinem Chat wird korrekt angemerkt, dass es eigentlich ein bisschen lustig ist, dass sich Medusa einfach als Begriff für diese Art von Monster etabliert hat, wenn ja eigentlich Medusa ein Name war für eine von mehreren Gorgonen. Also Gorgone müsste eigentlich der Begriff sein, wenn du sie als normale Einheit rekrutierst. Aber es hat sich einfach durchgesetzt, dass man sowas eine Medusa nennt. Ja, ist schon witzig, dass das war. Aber also all in all, eigentlich auch egal, wie man es nennt, es ist unfassbar cool. Das stimmt. Und darauf sind wir, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das stimmt. Die Rule of Cool trumpft ja eh in der Regel alles. Von daher, so ja, die haben wir jetzt ja wohl hier. Nur dieser eine Trupp hält sich noch. Sie sagt halt auch Medusa, ne? Also. Richtig, richtig. Aber da sind glaube ich, auch gerade so Fantasy-Strategiespiele mit Schuld daran. Weil da immer, also auch in Age of Mythology, waren Medusen schon Einheiten, die du halt im Plural rekrutiert hast. Wie die meisten Monster waren ja nicht. Es war ja auch einfach nur der Minotaurus. Es gab ja nicht hunderte Minotauren, glaube ich zumindest. Ich glaube, Zentauren waren eines der wenigen, dass es wirklich im Plural gab. Ja. Also wo es wirklich eine Rasse von Fantasy-Monstern gab, ja, auch in der originalen Mythologie schon. Und viele waren ja wirklich einfach nur einmalige Einheiten.
Zyklopen gab es auch mehrfach, genau. Also einige waren schon Völker oder zumindest Stämme. Aber recht viele, auch die Hydra gab es ja auch nur einmal. Und ich weiß nicht, ob Hydra auch ein Name war. Also war das ein Monster, das den Eigennamen Hydra trug, oder war es die Hydra schon eine Bezeichnung für das Monster? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß das vielleicht jemand? Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Oh, süß! Die versuchen mit den schwarzen Reitern meine Schlangenladies niederzurennen. Oh, das ist nicht gut gelaufen. Die sind so cool, diese Schlangen. Wo ist denn meine andere Medusa? Was macht die denn da vorne? Lol. My Lady, das ist vielleicht ein bisschen viel da vorne, was du nimmst. Aber das sah mega cool aus, wie diese Pferde kamen, cool, die sich umgedreht haben und einfach reingesprungen sind und dann die Pferde weggeflogen sind. So. Ja, ein glorreicher Sieg. Ja, und keine Einheit getötet, ne? Statt 6. Wie die Vorausrechnung gesagt hat. Vor allem wollte mir die Vorausrechnung ja meine Hexen, diese eine Slanish-Einheit und meine Hexenfrauen da wieder wegtöten. So, gebt mir Sklaven. Denn Sklaven sind, was ich brauche. So. Warum werden immer nur meine Statements rausgeklippt, als hier irgendwie... Warum klippt niemand mal hier? Sklaven sind, was ich brauche. Shurioka. Aktivistin und Kämpferin für Progressivität. Ja, warum immer nur ich? Ich finde das nicht okay, Chat. Ich sag das hier nur nochmal. So, und warum hat der... Ah, der Zug ist. Ich bin eigentlich schon durch mit dem Zug. So. Ich fühle mich nicht angesprochen, also. Stehe. Nicht angesprochen, also. Weißt du, was wir uns holen? Wir holen uns den nagenden Zweifel. Ich glaube, das ist der Zauber, den du auch gegen Hellebronn brauchst. Führerschaft minus 8, Rüstung minus 30. Und dann knallst du der das einfach ins Gesicht. Welche Lehre ist das? Ist das Tod? Das hat meine Mutter, das ist Schatten, Zauberin Schatten. Ah. Und das ist quasi direkt links von dem penuberischen Pendel. Da ist der nagende Zweifel drin. Ich habe gerade gedacht, aber der Chat hat sogar gesagt, Tod hat noch was Lustigeres gegen so Einzelziele. Ah. Wir schauen einfach mal. Aber daran dachte ich jetzt auch, dass wir so ein paar Single-Target-Debuffs brauchen, weil das halt einfach viel zu krass ist. Wie die, ich glaube, das ist nicht mal ein Single-Target. Ich glaube, das ist wirklich einfach generell ein Debuff, den du auch auf eine Gruppe packen kannst. Noch besser. So. Die Sache ist, ich kann halt jetzt so eine Spezialeinheit mir dann eigentlich holen. Das wollen wir eigentlich machen. Und dann bin ich mit meinem Zug durch. Shioka hat keine natürlichen Feinde, da muss man nichts klippen. Maurice hat natürliche Feinde? Jetzt bin ich verwundert. Ich hätte eher behauptet, ich hätte mehr natürliche Feinde als du. Eigentlich schon, ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie das sich jetzt wieder zurechtlegen. Okay, Loyalities-Ding ist quasi durch Items, durch stärkere Truppen, durch Plünderungen und durch Siege. Na, dann hoffe ich mal, dass das klappt. Maurice hat seinen Chat. Ja, das stimmt. Der ist in der Tat mein natürlicher Feind. Ja, das ist richtig. Eine unheilige Symbiose. Oh, Valkia möchte einen Nicht-Angriffspakt zu mir.
Oh, Valkia, my sister. Das sind doch die schönen Dinge, wenn die Charaktere, die mir persönlich sympathisch sind, mich auch sympathisch finden. Das stimmt, ja, das stimmt. Wer es mal mit Malekith mal bei mir vorbeikommen würde als Kumpel oder also so. Also ganz ehrlich, wenn ich ein großes, geiles Essen veranstalten würde in Quintex, dann wäre Valkia definitiv auf der Liste der Leute, die ich einlade. Das allerdings kann ich auch Hellebronn. In dem Risiko, dass Morati und Hellebronn sich betrunken in die Haare kriegen und ganz Quintergast auseinanderlegen würden. Ja. Aber das Risiko wäre es mir wert. Ich meine, in der Lore eigentlich ist ja, also Slaanesh und Khorne sind ja die natürlichen Feinde unter den Chaosgöttern. Also eigentlich würde es Morati und Valkia, die hätten, glaube ich, ein paar Meinungsverschiedenheiten auch. Schau, die Sache ist halt, Maurice, ich bin vielleicht die Muse des Slaanesh, aber das macht mich noch nicht zu seiner Sklavin. Ja, Sklaven hast du ja eher als selbstständig ja zu sein. Ne? Ich genau, glaube, ich kann auch mir noch ein bisschen erlauben, meine eigene Meinung zu haben. Zumindest ein bisschen. Wie das mit Valkia ist, weiß ich nicht. Ah, da nimmt er mir jetzt Mondsplitter ein, aber das kämpfen wir nicht. Da kommt jetzt Skeggy auf der anderen Seite. Aber das ist okay. Also das habe ich berechnet. Wer ist denn Skeggy eigentlich? Der Name klingt so bescheuert. Sind das dunkle Elfen? Nein, das sind Norska. Barbarenvölker. Dann erklärt, warum das so dumm klingt. Ja, den baller ich auch gleich weg. Also das ist keine Herausforderung. Ich hatte nur, mir war halt bewusst, dass ich entweder links oder rechts was verliere. Und mir war es halt wichtiger, Eisenstachel zu sichern. Weil mit der Ratte da links von mir habe ich, glaube ich, eh Frieden geschlossen. Und damit habe ich jetzt links von mir keine Feinde mehr. Ja, mit denen bin ich quasi friedlich, damit habe ich die Front geschlossen und kann mich jetzt nach rechts drehen und kann mich jetzt um Skeggy kümmern, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir was in den Nacken springt. Da kann ich noch ein militärisches Bündnis jetzt mit dem eingehen und damit sollten wir, da habe ich jetzt erstmal meine Ruhe an der Stelle. Okay, ich kann anscheinend keine Medusen von dir rekrutieren aktuell. Aber ich kann diese Schnitter Speerschleuder. Warum kannst du die nicht von mir rekrutieren? Das weiß ich nicht. In der uralten Stadt Quintex, ne? Hast du dein Ding gebaut? Schon, ja. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil das bei mir eine extra Fähigkeit von meinem Commander ist, dass die Medusen jetzt schon bekommt. Die kommen bei mir. Nee, da kommt der Blutqualschrein. Das ist nochmal was anderes da oben. Eigentlich müssten die hier gemeinsam mit den Zauberinnen kommen. Dann bin ich verwundert. Die macht müssten eigentlich in der Behausung der Zauberin drin sein, oder? Mal gucken. Hier haben wir die schwarze Garde von Nagarond. Da haben wir die Henker von Haganeth. Schwarzer Drache, Kriegshydra, wilde Manticore und Co. Und das da oben ist der Blutqualschrein. Und eigentlich müsste ich hier. Ist das nicht eine Morati-Spezialeinheit? Ist das eine Morati-Spezialeinheit? Kann ich dir eine schenken als göttliches Geschenk? Das wäre natürlich cool, ich glaube nicht. Was könntest du denn sonst gebrauchen? Ich habe diese, was ich rekrutieren kann, tatsächlich sind diese Ballisten von dir, Schnitterspeerschleuder. Oh, die sind auch geil. Das klingt tatsächlich ganz gut, um mal ein bisschen Artillerie zu haben. Die sind auch ganz geil, ja, auf jeden Fall. Rüstungsdurchdringende Geschosse klingt ja auch nicht schlecht. Ansonsten kann ich Dunkeldornen, das sind ja deine Standardbogenschützen. Ich kann die Korsaren der schwarzen Arche. Die sind auch gut. Die haben in Bewegung schießen. Oder halt Doppelschwert, Infanterieabwehr ist auch nicht so schlecht. Wobei gegen Infanterie bin ich, glaube ich, ganz gut dabei. Was könntest du denn noch brauchen? Ich überlege gerade, wo ich dann als nächstes hingehen kann, damit du das direkt mitnimmst. Oder muss ich den Außenposten ausbauen, um fortschrittliche Einheiten zu kriegen? Nee, ich hab die ja wirklich nicht drinnen, bei mir auch im Tree. Ah ja, okay. Also die sind bei mir, sind die bei der im Morati-Tree quasi drinnen. Verstehe. Also es kann wirklich sein, dass das eine Spezialeinheit von Morati ist, die sie nur bauen kann. Aber ich bin mir gerade. Ich guck mal ganz schnell. Address me as
Geschossmonster, aber das ist eigentlich keine Spezialeinheit. Ich habe die, glaube ich, mit den anderen Dunkelelfen auch schon gebaut. Und wenn das eine Morati-Spezialeinheit wäre, dann müsste ich die global rekrutieren können. Kann ich aber nicht. Das heißt, die okay, dann müssen. Ist wohl der Außenposten zu niedrig, wird bei mir geschrieben. Das kann auch sein. Aber das, dann hole ich mir die später, dann nehme ich jetzt diese Feldartillerie. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber der Rang 3-Turm sollte eigentlich dafür zuständig sein. Ja, war er auf jeden Fall im zweiten Teil auch, aber die werden mir nicht angezeigt in dem Rang 3-Turm gerade. Ist das ein Fehler? Doch, da steht's. Also die sind zwar als Bild, sind die nicht drinnen. Ich glaube, da fehlt ihnen das Bildchen. Da müssen sie das Bildchen noch eintragen. Aber da steht bei der Behausung der Zauberin, steht dabei, ermöglicht Rekrutierung von Blutqualmedusa, Stufe 3. Okay. Behausung der Zauberin, das ist ein Stufe 3 Gebäude. Dann fehlt ihnen da, dann müssen wir denen da vielleicht Feedback geben, da haben sie das Bild aus Versehen nicht drin. Da haben sie die Bilder von den unterschiedlichen Zauberinnen, aber nicht von der Medusa drinnen. Sehe. So, ich habe jetzt aber mal zwei von diesen Ballisten reingepackt in die Armee. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Und ich nehme jetzt noch diesen Verstoßenen hier wieder weg. Hat Valkyr nicht versucht, Slanish zu töten und ist bei dem Versuch selbst gestorben und wurde von Khorne wiederbelebt? Das wusste ich gar nicht. Aber da bist du auch eine ziemlich treue Gefährtin. Das stimmt. Also, das wenn stimmt. du stirbst für Khorne, die hätte ich auch wiederbelebt. Nee, stimmt, genau so war's. Das ist tatsächlich, das ist die Story. Es gibt ja, Valkyr ist ja eine der, sowohl Valkyr als auch Sigvald haben tatsächlich ihren eigenen Roman. Es gibt einen eigenen Roman über die jeweils. Dankeschön, Hexen, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Also ich persönlich werde mir ja, ich habe mir ja jetzt schon Sachen auf meine quasi Einkaufsliste geholt, um selber Miniaturen zu bemalen, weil ich mega Bock hab drauf. Oh. Cool. Ich freue mich mega und ich will halt unbedingt diese Morati-Figur unbedingt mir selber bemalen und in den Hintergrund stellen. Und ich war so ganz lange am, okay, was noch? Und ich hoffe sehr, ich habe noch nicht geguckt, ob sie es haben, aber dass sie ein Valkyr-Model auch noch reinbekommen, das quasi diesem Warhammer-Ingame-Model ähnlich sieht, weil ich finde, die sieht so geil aus. Das stimmt. So, also wir holen ihn jetzt da rein. Dann haben wir noch einen Magier, der kann leider noch nicht viel. Hallo Elli, ja, ich habe mitbekommen, dass Twitch gestern ein bisschen buggy war. Schön, dass du wieder hier bist. Hallöchen. Das bräuchte er halt, ne? Stark gegen. Habt ihr zu Hause, ist aber nicht sehr groß. Mal hinschreiben und sagen, hey, habt ihr das denn größer? Ach, du wartest auf mich, ne? Tut mir leid, ich bin viel zu sehr am Quatschen gewesen. Das bin ich ja auch gerne mal. Ich muss hier noch. Dunkeldornen wollen wir nicht. So, und dann müssen wir Morati nochmal versuchen. Ich sag immer, das muss ich angewöhnen. Ich sag immer Morati sagen, wenn ich Hellebronn meine. Weil du bist ja nicht Morati, sondern Pia für mich. Deswegen ist halt, Morati ist Hellebronn und Pia ist Morati. Da können wir uns jetzt ja alle dran gewöhnen, finde ich. Ist das so? Ja. So, wir wandern rüber zu Skeggy und sagen dem gleich mal Hallo. Der freut sich bestimmt auf uns. So, sorry. Kein Problem. Das war wohl ein Vodafone-Problem. Ich hatte keine Probleme, als ich gestern noch auf Twitch unterwegs war. Vodafone hatte gestern so Probleme damit. Echt? Ach krass. Ich habe nur nachher super viele Nachrichten bekommen von ganz, ganz vielen Leuten, die geschrieben haben, dass bei ihnen Twitch nachher nicht mehr ging. Und es ist ja auch super krass aufgefallen. Also ich hatte dann, wir haben ja ESO gespielt und es war, also ich meine, ESO ist allgemein jetzt nicht der Zuschauerfänger. Aber es war doch sehr gemütlich und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren so bei 1200 Leuten und dann sind wir innerhalb von 20 Minuten auf 650 gedroppt. Und ich war so, okay, krass. Und dachte, war dann auch ein bisschen verwundert und habe dann echt unzählige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, bei ihnen ging Twitch einfach ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr.
Und die konnten halt weder in den Chat noch den Stream noch irgendwas anderes schauen. Und ich war so, ah, okay, es liegt nicht an mir, sie hassen mich nicht. Sehr gut. Ein spezifisches Vodafone-Twitch-Problem, what? Interessant, es wurde auch gestern geschrieben, also schreibt gerade jemand, dass unser Max-Kanal gestern auch keinen Chat hatte. Ja, das soll dieses Vodafone-Problem gewesen sein, auf jeden Fall. Okay, faszinierend. Also Vodafone findet auch immer neue komische Dinge, die es raus, die nicht funktionieren können, ne? Also. Okay, weil es wird auch gerade gesagt, das war wohl genau das Vodafone. Faszinierend. Manchmal sind so Sachen, wo du dich fragst, okay, wie können denn diese beiden Dinge überhaupt so in einer Relation stehen? Also wie kann es denn vom Internetprovider abhängen, ob der Twitch-Chat funktioniert? Ich kann es dir erklären. Oh, okay. Geil. Also de facto ist ja, was ganz viele Leute nicht bedenken, ist, dass der Twitch-Chat und der Twitch-Stream läuft über zwei unterschiedliche Betreiber. Deswegen kann der Chat unabhängig vom Stream down sein und andersrum, weil quasi der Twitch-Chat nur eingebettet ist in die Twitch-Homepage. Und wenn du jetzt in der Kommunikation zwischen dem Betreiber von, also dem quasi Internetbetreiber in dem Sinne Vodafone und dem Betreiber von den Servern von den Twitch-Chat ein Kommunikationsproblem hast, haben automatisch alle Vodafone-Nutzer auch dieses Kommunikationsproblem, bis die betreiberseitigen Server das gefixt haben. Das geht dann über gewisse Knotenpunkte, die dann in den Verteilern zum Beispiel sein können. Das ist, da sieht man wieder, dass von Pia kann ich noch viel lernen. Ja, oder ich hatte einfach in meinem Leben schon zu viele Probleme mit Internetanbietern und saß in zu vielen Support-Sitzungen, wo ich mir das erklären habe lassen. Ey Leute, guck mal, wie geil. Jetzt endlich machen meine Verbündeten mal was. Die umschiffen jetzt hier Hellebronn. Nein, sie hatten nicht Schleines töten wollen. Und plündern ihre Hafenstädte. Sie tötet einen Dämonenprinzen von diesem als Sternische. Wie geil ist das denn? Halftor Mammutreiter, endlich mal. Hier kommt noch Rangwald, und Kahn war so gut, dass er den Dämonen, wo sie getötet hat, mit einem Schrein gekillt und sie in sein Reich genommen und neu geschmiedet. Und derweil kommt sie jetzt halt natürlich hier wieder an. Mit ihrer direkt voll aufgerüsteten Armee wieder. Aber unsere Armee ist ja jetzt ja auch ganz gut dabei. Valkia's Story wurde ein bisschen gerade bei mir korrigiert von Fiona. Sie schreibt, sie wollte nicht Slanish töten. Das kommt aus dem Buch Valkia die Blutige. Sie tötet einen Dämonenprinzen von Slanish, noch als Sterbliche, und hat das Ziel, zum Chaosportal im Norden zu gehen. Und kurz davor stirbt sie. Und Khorne ist darüber so wütend, dass er alle Dämonen mit einem Schrei tötet, die daran, also dafür verantwortlich sind, dass sie stirbt. Und sie in sein Reich holt und quasi neu schmiedet. Sie zählt auch nicht offiziell als Dämonenprinz. Gute Story. Ja, sie war noch eine Sterbliche und dieser Dämonenprinz des Slanish fand sie halt geil und wollte sie verführen und dann hat sie ihn stattdessen umgebracht. Das war die Geschichte. Ich habe da nur mal Zusammenfassung gelesen, nicht das Buch selber, deswegen habe ich es auch nicht perfekt im Kopf, aber weil ich bin neugierig geworden auf die Story, nachdem ich den Ankündigungstrailer von ihr gesehen habe. So, jetzt haben wir hier zumindest mal, jetzt können wir auch noch hier einen normalen Helden rekrutieren. Dem Dude mehr Armee zu geben, hat erstaunlicherweise gereicht. So, jetzt nehmen wir hier noch mehr von diesen Dunkeldornen oder bleiben wir bei unseren Chaos-Barbaren-Reitern? Okay, wie hoch ist die... Boah... Okay, da haben wir jetzt lauter Aufstände gegeneinander. Ich glaube, ich lasse Arnheim jetzt erstmal fallen. Das ist an und für sich nicht so schlimm. Wir ignorieren jetzt einfach mal die Ödküste und überlassen die erstmal sich selbst. Das ist erstmal scheißegal. Wir brauchen einfach nur den Titanengipfel. Das ist das, was wir für uns quasi gerade brauchen. Und müssen uns erstmal hier an dieser Stelle um Skeggy kümmern. Und die Frage, die sich mir halt stellt, ist, von welcher Seite wird der kommen? Weil hier ist noch eine Skeggy-Armee.
shadows. Baying for blood. Es scheint, als wären die Kosaren der schwarzen Archen gar nicht stärker von der Rüstung als meine Wurfaxtleute und hätten auch nicht mehr Reichweite. Ich glaube, sie halten mehr aus, aber dann bleibe ich, glaube ich, eher bei den Reitern, weil die ja auch beritten sind. Ich glaube, wir brauchen noch was, was Hellebronn so ein bisschen kiten kann. Also wenn du sagst. Verwickeln lässt, wäre das ja geil. Und dann können die hier halt, die aufstrebenden Champions, so ein bisschen im Nahkampf aufräumen, weil die haben ja ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt inzwischen auch gepanzerte Trolle, wir haben ein bisschen mehr Fernkampf, wir haben jetzt diese beiden, wir haben die Spiegelgarde wieder, sehr wichtig. Die Elfen haben eine gute Rüstungs... Wo sehe ich denn ihre Rüstungsdurchdringung? Weil die haben ja auch rüstungsdurchdringende Geschosse. Danke für die Empfehlung, Fiona, das werde ich wirklich lesen, das klingt unfassbar cool. Ich spiele Morati. Und wir spielen das Verbündete. Ich habe eine Frage, wieso sind die Hochelfen hier so unbeliebt? Weil ich meistens Dunkelelfen spiele und die Hochelfen deswegen als chronische Gegner habe. Das ist der ganze Hintergrund tatsächlich. Grundleger Schossschaden und 3 Rüstungsdurchdringende. Boah, die Figur sieht aber echt cool aus von Valkia. Frosty, da muss ich mir die wirklich auch gönnen. Die sieht sehr geil aus. Nee, die haben viel mehr Rüstungsdurchdringung. Morati kostet beim GW über 100 Euro. Das ist ja auch eine echt große Statue. Ich kann auf die klicken, aber nicht bei denen, weil die habe ich ja noch nicht rekrutiert. Wenn ich da drauf klicke, passt hier anheften. Oh, Elfen riechen komisch, die mag keiner. Dann halt ich auch die hier, meine ich, ja. Das sind 2 Figuren. Gleich. Ja, die eine, also eine, wo sie so als Schlangenviech durch die Gegend rennt und eines ohne Schlangenviech, ne? Lass mal schauen. Auch? Ich bin pro Zwerg, deswegen ähnlich. Mag ich auch keine Hochelfen. Nee, da bleibe ich dann bei denen hier. Sind sogar besser. Wir haben ja die Speerschleudern. Stimmt, mehr Einheiten haben sie natürlich, die Dunkeldornen, das ist richtig. Wie viel haben sie denn? 90. Ja, das stimmt. Vielleicht tun wir 2. Ich meine, die Reiter, wenn sie halt Erfahrung sammeln, kann ich dafür später zu Chaosrittern aufrüsten. Ich glaube, das passt schon so. Der hat halt nur 3. Das ist jetzt offensichtlich die Hauptarmee. Vor dem habe ich aber auch ein bisschen Angst, ehrlich zu sein. Ich glaube, Hellebronn sollten wir eher versuchen zu kiten und das kriegen die nicht hin. We need more money. Lasst mich mal in der Zwischenzeit noch ein bisschen mich um die Diplomatie kümmern, wenn wir gerade eh ein bisschen Zeit haben. Schutzbündnis mit fucking Slanish wird auch geil werden, holy shit. Kann ja mal noch irgendwie einen Trupp Reiter weghauen. Ah, den haben wir auch bald zum Handelsabkommen, das ist eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen was von allem. Enter then. Da haben wir bald Handelsabkommen mit den ganzen so Dudes. Normalen Trolltruppe, die waren auch nicht so geil. Das finde ich ziemlich geil. Das brauche ich eigentlich gerade nicht. Ein bisschen mehr Fernkampf noch kommen. Das ist, ich glaube, so ist das ganz gut. So. Sie kommt jetzt hier wahrscheinlich und wird sich das jetzt holen. Geil, dann müsste ich ja eigentlich hier... Na, das geht ganz knapp nicht. Er hier holt sich dafür das, das ist ganz geil. Er hier kommt hier auch. Kriege ich noch irgendwo ein Handelsabkommen rein? Ich hätte halt super gerne noch irgendwo ein Handelsabkommen. Das wird Skegia, ich krieg, das wird auf jeden Fall nichts. Mit den Tiermenschen kann man, glaube ich, nicht handeln. Na gut. Aber damit haben wir ein bisschen mehr Geld. Ergo
ich könnte theoretisch gesehen damit auch hier jetzt ein bisschen mehr noch Armee ausbauen, weil ich jetzt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe. Kurzzeitig zumindest. Und dann geht das mit dem Krieg führen ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, wie ich dagegen vorgehen möchte. Also, welchen Weg wir gehen. Hallo, Clappy. Einen wunderschönen Nachmittag dir auch. Ich sehe mich als Ogre, also alles Futter. Sehr schön. Hallo, Mopsi. Endlich geht der Chat wieder. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass der gestern richtig am Ass war. Aber geil, dass er jetzt funktioniert. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Lage der Stadt und sie verliert ihre Truppen. Ja, aber sie kann auch einen Ausfall machen. Und ihre Armee ist stärker, glaube ich, noch als meine. Meine muss ich mal gucken. Jetzt ist einmal eine Regenerationsphase, kriege ich jetzt ja noch. Mal schauen. Ich meine, da ist jetzt natürlich gerade keine Garnison drin, weil die gerade erobert wurde. Deswegen. Er kommt auch aus Uncut auf YouTube. Die Armeen sind ungefähr gleichwertig. Jetzt. Wenn sie angreifen, in so zwei bis drei Stunden Episoden, damit wir nicht tausende Episoden neue haben. Nahkampf aber kommt auch alles auf YouTube jetzt. Yes. Hallo, wir haben halt Siegwald noch nicht. Andererseits hat er auch nicht viel gebracht. Von daher. Kommst du jetzt hier hin? Der greift jetzt hier an. Das ist natürlich echt geil. Das ist echt. Zwei, drei Stunden Folge schön zum Bingen. Er leider. Es wird auch einfach lang genug gehen. Das ist halt Immortal Empires Kampagne. Wenn ich das in einer Stunde Folgen schneide, dann haben wir da wahrscheinlich 200 Folgen. Deswegen. Das ist ganz geil, dass die. Machen wir da große Häppchen. Also ich peile so 2,5 bis 3 Stunden an pro Folge und dann. Wenn ich ein Friedensabkommen mit Skeggy annehmen würde, wie viele Runden habe ich denn dann Frieden mit dem zwangsweise? Das weiß ich gar nicht auswendig, ab wann du dann. Also du bist dann irgendwie unverlässlich, wenn du es irgendwann brichst, aber ich weiß nicht, wie lang das dauern muss. 10, schreiben sie bei mir im Chat. Ja, das Problem ist, ich würde das annehmen, wenn er mir halt nicht hier das eine Gebiet in der Mitte abgenommen hätte, weil dann könnte ich mich erst um die ganzen anderen Aufstände kümmern. Aber das bringt mir so halt nichts, weil ich muss halt durch das Gebiet, das er mir abgenommen hat, damit ich mich um die anderen Gebiete kümmern kann. So ist das halt einfach nur nerviges Fuck, weil er mir dann in der Mitte da so, nee. Vor allem, weil da oben einfach auch jetzt noch die ertrunkene Vampirküste auf mich zukommt. So. Siegwald ist wieder da. Perfekt. Okay, dann könnten wir jetzt wirklich es wagen. Vielleicht. Wie ist die Garnison hier? Nichts quasi. Oh, das ist jetzt wirklich riskant. Die Armee ist fast komplett aufgefrischt. Wir können den Kommandanten austauschen. Heal, Beast of Druki. On the prowl. Wir können ihm noch diese Rüstung hier geben. Hey, das ist jetzt eine interessante Frage, ob wir das machen oder nicht. Kann ich noch irgendwas Tolles rekrutieren hier, was mir was hilft? Nee. Inzwischen ist ihre Armee auch besser geworden, leider.
Puh, ich bin gespannt. Aber ich finde die Idee ganz gut, dass wir ihm Mondsplitter abnehmen und gucken, ob er dann auch noch Bock auf ein Friedensabkommen hat. Das wäre eine Überlegung und dann 10 Runden Ruhe haben quasi. Weiß nicht, ob ich mich das traue, ehrlich gesagt. Kommt ihr gut voran? Ja. Und dann wiped sie halt unsere Armee. Gerade sehr. Ich muss mal eben gucken, ob ich den da gleich mit rübernehme oder ob ich das so schaffe. Weil potenziell laufe ich mit Maglan gleich wieder zurück, weil wir hier gleich wieder einen Aufstand haben werden in ein paar Runden. Ey, der Chat will mich hier so richtig zum Gemetzel verführen. Wollen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, der Chat ist nicht auf meiner Seite wirklich. Mal schauen. Ich muss ehrlich sagen, Chat, ich glaube, eine der wundervollsten Dinge für mich ist die Tatsache, wie viele von euch mittlerweile hier bei Total War Warhammer 3 zuschauen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich glaube, 4 Jahren habe ich das erste Mal Total War Warhammer 3 gespielt. Das allererste Mal. Und also ich hatte mich so in dieses Spiel verliebt. Aber es war so schwer für mich, das halt regelmäßig zu spielen im Stream, weil meine ganze Situation als selbstständige Streamerin halt einfach noch eine ganz andere war. Weil ich dann ja meinen ganzen Move hier hingemacht habe. Also das war halt, ich war ja damals noch viel, viel kleiner als Streamerin. Ich hatte da so meine 200, 300 Zuschauer und ich musste halt mega auch drauf achten, wenn du halt selbstständig bist, okay, welches Spiel kann ich jetzt wie oft bringen, damit ich meine Miete trotzdem noch zahlen kann. Und Warhammer war für mich immer so ein bisschen dieses, boah, fuck, da gucken halt wenig Leute zu, weil es halt so ein Nischengame ist. Deswegen musste ich mir das immer einteilen, dass ich dazwischen andere Projekte reingeschmissen habe. Und mittlerweile habe ich so viele Warhammer-Zuschauer, dass wir halt einfach Warhammer so viel spielen können und die Leute trotzdem da sind. Und ich bin so dankbar dafür, weil das so geil ist, dass ich diese ganzen Nischenspiele spielen kann und die Leute trotzdem da sind und trotzdem zuschauen. Das ist so viel wert. Das ist einfach mega, mega cool. Eigentlich Warhammer 3, Warhammer 2 damals noch. Sorry, mein Fehler. Das macht mich mega, mega happy. Ich habe das Gefühl, dass diese Kombination mit Maurice echt cool ist und echt erfrischend ist, weil man halt dann auch so längere Strategiespiele spielen kann, wo man auch sagt, okay, vielleicht alleine wäre es eine Herausforderung, das so lange interessant zu machen. Und zu zweit hat es halt so einen eigenen Spice, weil du halt so zwei Perspektiven parallel beobachten kannst und immer bei einem was los ist. So, das ist geil. Das ist einfach richtig geil. Hallo, hier den Chat, und bei mir startet die Werbung. Upsi. Und schon mal Anfang eine zweite Armee, das ist der Weg. Das glaube ich nämlich auch gerade. Kenne ich gut. Ich habe mich nicht nur in dem Spiel, sondern auch in das Universum verliebt. Und mittlerweile kann ich mich recht gut in der Lore sogar aus. Ja, ich muss unbedingt noch Bücher nachlesen. Ich habe mega Bock. Ich liebe alles, was ich bis jetzt daraus gehört habe. Kein Ding, dass du uns unterhältst. Dankeschön, Andy. Und Dankeschön, Clippy, für den Sub. Und ganz viel Spaß mit den Emotes hier, Wolfhund. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe das Gefühl, bei mir ist alles wesentlich entspannter als bei dir. Kann das sein? Ja, ja, das kann sehr gut sein. Es tut mir leid, dass ich jetzt langsamer komme, als ursprünglich geplant war. Ich habe einfach so krass gewebert, okay, dass sich das bei mir da einfach jetzt ein bisschen zieht. Das kann ich nachvollziehen. Dankeschön übrigens auch Luffel für den Prime. Willkommen bei den Eumeln, willkommen bei den freiwillig Geäumelten. Und Dankeschön Phoenixfeder für die 5 Monate. Blut für den Blutgott und Brut für die Brutmutter. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Hallo Jarl. Björn, übrigens, das passt einfach auch in Crusader Kings 3. Ja, ist schon... Ich muss sagen, ich freue mich da auch mega drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich Maurice das schon oft genug gesagt habe, aber ich freue mich einfach, mehr Menschen jetzt auch durch ihn kennengelernt zu haben, mit denen ich einfach Strategiespiele suchten kann. Ich habe immer sehr viel allein Strategie gespielt, weil ich nicht so viele Leute in meinem Umfeld hatte, die so Bock auf diese Games hatten. Und das ist halt so. Derweil greifen unsere Verbündeten ja ihre Hinterlande an, was auch ganz gut ist für uns. Sie geht nämlich wieder weg, weil sie feige ist. Sie will unsere Verbündeten. Oh ne, sie geht in die Verteidigungsstellung. Das heißt, er hier kann jetzt hier voll
reingehen. Für die Drokari von 40K hast du dich aber nie interessiert, so viel Sci-Fi. Eigentlich gerade, wie das hier läuft. Wie soll ich sagen? Ich finde, Warhammer 40K gehört zu den mit Abstand besten Sci-Fi Franchises, die es gibt. Das ist echt geil. Ich denke, weil sie deine Armee nicht mehr sieht. Echt richtig ja, geil. Ja, aber dann... Aber ich habe meinen Fokus immer auf dem Mittelalter. Ich bin immer mehr Mittelalter-Fantasy. Das überrascht mich ein bisschen, dass sie überhaupt nicht daran interessiert ist, weiter zu meiner Hauptstadt zu gehen. Und danke schön, Kara, für die 18 Monate. Vielen lieben Dank auch für deinen Prime. Danke für die lange Zeit, für fucking 1,5 Jahre. Und ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Sakuras. Ich freue mich auch immer, ich kriege auch immer so richtig so Kribbeln, wenn Leute was zu meiner Stimme sagen. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich mich als Jugendliche mega für meine Stimme geschämt habe. Weil ich halt dauernd so viele dumme Sprüche bekommen habe, von wegen, ob ich Kehlkopfkrebs habe, ob ich viel rauche oder sonst was, warum meine Stimme so rauchig ist und alles. Und das hat mich halt mega verunsichert, weswegen ich dann auch ganz lange Zeit versucht habe, immer über Kopfstimme zu reden, damit ich darauf halt nicht angesprochen werde. Und ich bin so dankbar, dass ich mittlerweile, was das angeht, einfach so viel mehr Selbstbewusstsein habe und einfach normal reden kann. So hat er jetzt hier ernsthaft verloren? So. Und er rennt jetzt weg? Und Dankeschön, Pat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wie schwach seid ihr denn? Danke für die vielen verschenkten Subs und willkommen bei den Eumeln an die 10 Neuen. Der hatte einfach verloren mit einem Fullstack gegen eine Nebensiedlung-Garnison. Dieser Loser! Als er zum ersten Mal gehört hat, dass da ist mit Legit die Kinder in der Runde gefühlt. Dieser grässliche Versager! Ich liebe dieses Spiel, ey. Ich liebe dieses Spiel. Und Dankeschön, Daichan. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Das machen wir automatisch, dann ist das weg. Das kann doch nicht sein. Sklaven. Guckt euch das an, das ist die Garnison. Das kann doch nicht Dankeschön sein. Danke auch nochmal, Daichan. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist diese Garnison. Was ist die Kopfstimme? Also wenn ich so rede, das ist meine normale Stimme. Klar, diese Fullstacks sind nicht mega gut, aber trotzdem. Und wenn ich so rede, dann fühle ich aus der Kopfstimme und dann wird meine Stimme höher. Das war so eine Armee. Also, das hätte doch wohl... Also, bitte! Oh, was haben wir da an Kontrolle? Ja. Ist nicht so gut gerade, ne? Aber dafür haben wir die Aufstände da hinter uns gebracht. Das ist eigentlich ganz geil. Mach das bitte nicht nochmal. Habe ich auch nicht vor. Das ist die US-Customer-Service-Stimme. Und danke, ihr Lieben. Es ist sehr nett. Es ist wirklich sehr, sehr nett. Ihr schmeichelt mir gerade sehr viel. Danke übrigens auch, so viele Dankes überall, dass wir die 2500 Subs wieder geknackt haben. Und Dankeschön, Wolfhund, für, dass du den Favor returnst und noch einen Sub verschickst. Wenn der Vasall kompetent wäre, wäre er kein Vasall, gelle? Ja, das ist wohl wahr. Das ist eine sehr weise Aussage, wenn ich das mal sagen darf. Absolut. Da brauche ich keine zweite Armee. Das heißt, ich ziehe jetzt meinen Dude nach hinten zurück in die andere Richtung und kümmere mich gleich um das, was da bei Eisenstacheln mit der Korruption für den Arsch geht, weil das wird uns richtig auf den Sack gehen an der Stelle. Dann gehen wir dem hier weiter auf die Nerven, indem wir wieder die Einheiten angreifen. Also ich bin nicht gemutet, ne? Tut mir leid. Ja, kannst du gerne. Ist ja kein Problem. So, wir haben jetzt hier Zinch noch. So, und was macht diese Alte bei mir? Kyolostra die Refin. Was genau machst du hier in meinem Gebiet? Weißt du das selber, was du da machst, ist die Frage. Und wie sehr hassen wir uns? Aber wir können nicht Angriffspakt machen. Ja, geil. Dann muss ich mir da oben erstmal auch gar keine Sorgen um dich machen. Dann stehst du da quasi gerade vor meiner Haustür und nervst, aber greifst mich jetzt, hoffe ich mal, nicht mehr an, weil wir jetzt einen Nicht-Angriffspakt haben. Und dann kann ich mich darum kümmern, meine Gebiete auszubauen, weil du mich ja nicht angreifen wirst, ne? Du bist ja jetzt vertrauenswürdig. Glaubst du, ich kann dir vertrauen? Stimmt, bestimmt.
Vielleicht fangen wir erst in meinem Hauptgebiet beim Ausbauen an. Und ich vertraue dir erstmal noch nicht. Also bei mir läuft jetzt wieder richtig gut. Gib mir noch ein bisschen, dass ich Skeggy da loswerde. Ich bin auf jeden Fall die Leute losgeworden, die vor Arrenheim standen und mich abgefuckt haben. Also es sieht vielversprechend aus, dass ich innerhalb der nächsten 10 Runden in den Norden aufbreche und mir Hellebronn persönlich vornehme. Das ist gut. Ich meine, Hellebronn, wir haben uns halt hier so ein Stalemate. Sie kommt ja bei mir auch nicht durch, weil wenn wir kämpfen, breche ich ihre Armee auch genug, dass sie nicht weiterrücken kann. Aber ich war gerade, ich muss zu, ich war so ein bisschen, ne? Ich war gerade von meinen Vasallen sehr enttäuscht. Das muss ich jetzt echt zugeben, dass Halftar Mammutreiter es mit 20 Barbaren nicht geschafft hat, eine Garnison von 7 Standard-Dunkelelfen-Einheiten zu besiegen. Das gebe ich zu, ist enttäuschend gewesen, ja. Muss man einfach so sagen, so offen und direkt. Das ist nicht okay auch irgendwo, finde ich, jetzt mal so gesagt. Ne, aber... Oh Gott, oh mein Gott. Oh, ich bin so froh, dass ich das nicht ausgebaut habe letzte Runde. Oh mein Gott. Das müssen wir nicht kämpfen. Ich gestehe Ihnen das ein. Ich wünsche Ihnen... Aber Sie haben es nur geplündert, ne? Ja, perfekt. Wir lassen die da oben, die trostlose Feste. Die macht ihrem Namen einfach alle Ehre und ist trostlos. Und darf trostlos sein. Sehr gut. Oh. Aber ich wäre auch frustriert, wenn das bei meinen Verbündeten passiert wäre. Also ich verstehe ja, das. Also you had one job. Ja, es war eine unverteidigte Hinterland-Nebensiedlung. Also man kann doch wirklich mal irgendwas zumindest von den Leuten erwarten, finde ich. Ich sag ja nicht, komm, greif Hellebronn frontal an und du machst das. Sondern einfach nur hier mal, ne? Alter, feindlichen Zivilisten abmetzeln. Mehr wollte ich doch gar nicht von dir. Mein Chat ist großartig. Mein Chat fragt gerade, wenn ihnen in der Belagerung das Brot ausgeht, sind sie dann eine toastlose Festung. Wow. Finde es übrigens immer sehr faszinierend, wie sich deine Stimme ändert, wenn du mit Kalle sprichst. Sehr positiv faszinierend. Hab von Natur auch ja, eine sehr tiefe Stimme. So aktuell noch schlimmer, weil Corona-Nachwirkung, Heiserkeit. Eure Züge allein schon. Ja, ich hatte da mit Kalle auch so ein recht lustiges Gespräch vor ein paar Tagen, weil wir Wrestling geschaut haben. Der nächste. Und Kalle gesagt hat, er findet es mega süß. Langwart Hellstart ist jetzt auf dem Weg. Er findet es mega süß, dass ich alle Dinge, die er cool findet oder die er macht, immer mega feier. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich echt so ein riesiges... Ich bin echt ein kleines Kalle-Fan, also ich mag den schon echt gerne und bin da, also auch ohne das irgendwie zu verheimlichen, ich war auch sehr, bevor wir zusammengekommen sind, sehr, sehr verknallt, sehr, ich bin nochmal 15 Jahre alt verknallt, deswegen, das stimmt schon. Welches Wrestling? Dings haben wir geguckt, WWE, aus dem Januar. Frauen- und Männer-Wrestling. Royal Rumble, ja. Jetzt auch mal kommt vielleicht. Vielleicht wird das damit jetzt dann mal was. Boah, ich bekomme da oben echt ekelhaften Besuch. Boah. Das wird echt eine Herausforderung werden jetzt hier, weil die Waldelfengeschwisterchen jetzt hier sind. Oh. Also ich sollte mit meiner Hauptarmee eigentlich... Also ich sollte gegen sie klarkommen. Das sollte ich auf jeden Fall.
Aber die haben mir meine trostlose Feste abgenommen. Und to be honest, wundert's mich nicht. Ich würde halt, also ich hoffe halt selber, dass ich hier mit Skeggy fertig werde. Erstmal, damit ich mich dann in Ruhe um die Waldelfen kümmern kann, weil denen werde ich meine gesamte Aufmerksamkeit schenken müssen. Das wird nicht so nebenbei gehen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt übrigens nur für alle, die sich fragen, warum, ich habe Sigwald hier wegbewegt, weil ich nicht will, dass sie einen von den beiden angreifen, ich dann die Schlacht nicht ablehnen kann, weil ich reingezogen werde in meine Verbündeten, die ja keine Truppen hier haben, die mich sinnvoll verstärken würden. Das heißt, Sigwald haut hier ab, strategisch. Er zieht sich nicht zurück. Das wäre ja, also er geht strategisch in die andere Richtung. Rückwärts. Vorwärts, genau. Aber rückwärts. Nein, vorwärts in die andere Richtung. Ah, okay. In die richtige Richtung. Weil die Stadt, die Richtung, in die Sigwald geht, ist ja immer die richtige. Deswegen macht er das jetzt und schaut, hier kommt Küllers Todschlürfer und verstärkt uns. Und ich meine, die Bewohner von der Stadt, in deren Haut möchte ich nicht stecken. Hallo, Gaius. Okay, Morat, die Dunkelelfen. Weil die wurde jetzt echt schon 5-mal hin und her geplündert. Und übrigens, in die Stadt kann ich nicht gehen, falls ihr das fragt, weil die gehört meinem Vasallen. Das ist so eine Nebensiedlung. Als Chaoskrieger jetzt nimmt man in der Regel... Oh, jetzt ist hier eine zweite Armee von Hellebronn. Oh Gott. Aber nur erstmal nur hier. Trotzdem nicht geil. Rückwärts vorrücken oder vorwärts zurückfallen? Rückwärts vorrücken klingt besser. Das klingt fast wie ein Angriff. Ich habe schon mal einen Nicht-Angriffspakt mit Valkia. Das finde ich gut. Mit der auf ein Bündnis hochzukommen, dass sie bei Hellebronn unten einfällt, das wäre ziemlich geil. Weil gegen andere Chaos-Leute kämpfen, Mino, bringt mir ja eh nichts, weil ich keine Seelen dafür bekomme, die Nicht-Lebenden zu schlachten. Ja, das ist richtig. Er stürmt mutig, tollkühn, ehrhaft und wunderschön in die entgegengesetzte Richtung. Das ist in der Tat der Sigwald Way. The Sigwald Way of Life. Ja, genau. Kann man das Morati Hellebronn können für Derian? Ja. Sie hasst dich halt nur, weil ich die ganze Zeit gegen sie kämpfe und wir verbündet sind. Ich glaube, die würde mich auch so haschen. Das kann auch sein, weil du die ewige Schönheit hast, die sie gerne hätte. Ich werde als Morati von, ich glaube, allen Dunkelelfen gehasst, weil ich ja auch von... Außer Malekith. Deinem lieben Sohn. Weiß ich nicht, ob der mich nicht auch hasst anfangs. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefunden, ich werde es dir sagen. Aber die ganzen Dunkelelfen kriegen alle stückchenweise immer mehr Mali auf mich, weil ich bin ja noch Quintex verbannt worden. Ah, stimmt. Okay, so viel zur Wette. Rangwald Hellstadt hat sich's anders überlegt, weil er die Armee hier gesehen hat. Kann ich ihm nicht mal verübeln in dem Fall. Läuft er weg? Ja, aber Nippel ist auch schlau. Also, das ist ja noch smart. Das ist wirklich der andere, der Mammutreiter, dem ich das wirklich vorwerfe, dass er einfach halt versagt hat. Das ist ja nochmal was anderes. Geil, der hat wieder eine gute Loyalität, der Dude. Das ist schön und wichtig. So, jetzt können wir hier tatsächlich noch einen Trupp Champions rekrutieren für die Armee. Das ist ganz geil. So. I watch from the shadows. Oh, der Hexer kann was aufleveln. Sehr gut. Dann hier, komm, Seelenraub. Boah, das wird echt nicht schön werden da oben. Nee, bei mir auch nicht. Jetzt geht hier bald die Party ab. Das sehen wir jetzt gleich.
Ich muss mal kurz mal aufs Klo, dann bin ich gleich wieder da. Jawohl. Wir brauchen hier einen Kontrollbonus. Ja. Mal 200 Sklaven hier rausgeknallt, damit die Kontrolle da mal hochgeht, damit ich mich aufs Gigi konzentrieren kann. Den kriegen wir aber easy so gehalten. Der schafft, glaube ich, Grauface Cup auch alleine nicht mehr. Und wir wandern jetzt auf jeden Fall nach oben, weil wir uns da oben mit den Schwestern des Zwielichts anlegen müssen, weil die da die trostlose Feste bestimmt nicht behalten dürfen. Also das können die vergessen. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass das eine Herausforderung wird, deren Armee zu zerlegen. Das wird richtig ekelhaft werden. Da oben. Ich meine, das Positive ist halt, dass wir halt die ganze Zeit Corruption produzieren. Ergo, für die wird das halt super schwer, das da oben zu halten, weil ich habe halt drei Gebiete. Das heißt, die Chaos Corruption wird halt trotzdem durchgehend weiter ansteigen, weil ich die Gebiethochheit habe. Das heißt, die werden einfach mit Kontrolle richtig zu fighten haben, sobald sie da rausgehen. So, ich bin wieder da und das wird jetzt interessant, weil Hellebrand hat jetzt diese Stadt genommen und ich habe meine zwei Armeen hier. Und ihre andere ist gerade erst noch auf dem Weg. Das könnte jetzt tatsächlich unsere Gelegenheit sein. Mit den beiden Armeen da jetzt rein, während die Garnison komplett im Arsch ist. Will der Chat, dass sich die Schwestern mit Hellebronn verbünden? Wie schlecht seid ihr denn so menschlich gesehen? Ich bekomme gerade richtig krass Besuch von den Waldelfen. Auf eine richtig unangenehme Art und Weise. Wir werden Skeggy jetzt fragen, ob er mit mir ein Friedensangebot annimmt. Das, was er uns vorhin gemacht hat, als er Mondsplitter noch hatte. Und dann werden wir uns mit allem gegen diese dreckigen Waldelfen stellen müssen, weil das ist scary. Wie kommt Moradians Landesdämonin, weil die vom Franchise her, also die war schon immer. Der hat schon immer Chaos Corruption verursacht. Aber Morati ist die Muse von Slanish. Ist die einzige Dunkelelfin, die auch mit Chaos Corruption spielt. Und deswegen auch Slanish-Einheiten hat. Und nee, deswegen schadet die Chaos Corruption nicht mir selber, weil ich sie selber produziere. Genau, das ist, haben sie auch neu. Jetzt konnten sie halt ein bisschen mehr noch damit machen, weil davor gab es keine Slanish-Einheiten. Im Zweier, deswegen haben sie das nur über die Korruption gemacht. Und jetzt gibt's halt tatsächlich Slanish als Fraktion, deswegen kann Morati da ein bisschen mitspielen. Mechanisch meine ich, hat sie dafür Gebäude. Nee, das ist einfach wie die Dämonen, sie erzeugt das automatisch. Die Fraktion erzeugt automatisch Corruption. So wie die Dämonenfraktionen automatisch Corruption erzeugen und die Vampirfraktionen automatisch Vampir-Dingsterbumster erzeugen. Die ist einfach eine Slanish-Fraktion, quasi. Ach du Scheiße. A timely arrival. So, jetzt, Leute, das wird jetzt spannend hier. Ein Pyrrhus-Sieg gibt es mir.
Aber ich verliere kaum was. Und würde Morati, also Hellebronn, damit auslöschen. Das wäre geil. Ich verliere einen Streitwagen. Achso, du meinst, wie sie. Achso, das ist da. Sie hat Gebäude, genau. Für die Dämonen perfekt. Hat sie Gebäude. Ja, ja. Ich dachte, du meinst für die Corruption. Super. Die Corruption entsteht normal. Die Gebäude kann sie rekrutieren. Die Dämonen kann sie rekrutieren. Kann ich dir gleich zeigen. Sie hat auch nicht so viele Slanish-Einheiten. Sie hat eine Handvoll. Also. Dämonettin. Nee, ich habe kein Geld dafür. Sie hat allgemein viele nackte Frauen. So. Ich habe keine Zeit, einen Schatz auf See zu holen. Das spielen wir tatsächlich nicht. Das wäre tatsächlich dumm, glaube ich. Ich habe keine Zeit, einen Schatz auf Dings zu holen. Ich muss so Krieg führen. Weil sie halt in echt so overpowered ist. Und in der Stadt jetzt auch noch. Meine halbe Armee ist nackt. Ich glaube, das wäre dumm, das zu spielen, tatsächlich. Weil sie eigentlich von der Ingame-Position im Vorteil ist. Es wäre episch, da bin ich bei euch. Aber es wäre auch strategisch dumm. Also wenn die Heldin nicht so krass overpowered wäre, würde ich sagen, ja. Aber ich will nicht gegen Hellebronn in einer engen Gasse kämpfen müssen. Also ganz ehrlich, in all den Erfahrungen, die wir mittlerweile sammeln konnten, ist es manchmal taktische Stärke, wenn man auto-resolved. Ja, ja. Also das, es tut mir selbst ein bisschen weh, weil ich den epischen Kampf auch gerne machen würde. Aber sie hat so viele Bogenschützen, sie hätte die Türme, ich nehme diese Pyrrhus-Sieg-Verluste, glaube ich, und wipe sie damit. Ich glaube, das ist einfach so viel schlauer. Und der Sieger ist im Recht. Absolut. Geschichte wird ja von den Gewinnern geschrieben. Und der... Ah, guckt euch das an. 9000 Gold. So viel Erfahrung. 900 Seelen kassiert. Kaum was verloren. Ha. Herrlich! Hallo, Fat Dad. Oh, das ist wundervoll. Und Sigvald hat die Eigenschaft bekommen, der Tag danach. Die Probleme an Nächten mit Ausschweifungen tauchen immer am nächsten Tag auf. Die üblichen Kopf- und Nackenschmerzen. Das hat er jetzt da... Er hat sich jetzt so besoffen, ob dieses Sieges anscheinend. Okay. Und wir haben noch ein neues Chaos-Regiment. Geil. Morathi. Ambition makes haste. Oh, das war großartig, Leute. Das ist ja der Oberhammer. Und jetzt gehen wir noch da hoch. Ein beschädigtes Gebäude wird nicht automatisch kaputter, oder? Nee, ich glaube nicht. Das bleibt einfach nur beschädigt. Ja. So, mit diesem Geld bauen wir am besten Wirtschaftsgebäude. Repariert sich sogar mit der Zeit. Ah, das ist gut zu wissen. Critters submit. Ah, das ist wundervoll, Leute. Das ist wirklich genau der Durchbruch, den wir gebraucht haben. Jetzt kann der sich überlegen, ob er hier nochmal angreifen will, aber dann kriegt er auch erstmal die Vasallenstadt und wir holen uns die Hauptstadt zurück. Besser geht's kaum. Und Sigvald ist noch schön aufgelevelt, wie der Held der ist. Even Ariel could not. Ich werde gleich fliehen müssen mit meiner Armee. Aber wenn die Marsch rüberzieht, dann kriege ich sie vielleicht aufgerieben.
Aber das werden sehr unangenehme Kämpfe werden. Das werden richtig unangenehme Kämpfe werden. Die haben nämlich auch richtig gute Bogenschützen, die Waldelfen. Richtig, richtig gute Bogenschützen. Aber ich habe noch keinen einzigen dreckigen Hochelfen gesehen bis jetzt. Das ist gut. Ich sehe, Leute, hier, die habt ihr nochmal gemeint, ne? Diese Debuffs hier, die sind ja Hammer. Minus 30 Rüstung, 25% weniger Schaden. Das ist ja wundervoll, wenn Hellebronn das nächste Mal kommt. Und den Seelenraub, den haben wir auch. Den verbessere ich vielleicht nochmal auf... Hinterhaltstellung, nee. Ich habe nicht genug, genug Bewegungsreichweite, um auf Hinterhalt zu stellen. Und ich will auch nicht. Ich will ja, dass sie mich angreift. Ich will ja unbedingt, dass sie jetzt mit der Armee in mich reinrennt. Und wenn sie das macht, wäre halt mega cool. Weil wenn ich halt hier in Hinterhalt stelle, sie hat ja keinen Grund, dahin zu rennen. Sie möchte ja diese Stadt einnehmen. Und ich hoffe halt damit, dass ich mich jetzt hier hingestellt habe, dass sie diese Stadt nicht angreift, sondern halt versucht, mich anzugreifen. Und wo ich halt potenziell fliehen muss, ist, wenn sie halt smart genug sind, dass sie die zweite Armee nachziehen, dann marschieren sie mit der Armee quasi im Marsch hierhin und greifen mich mit der Armee an. Deswegen bin ich nicht im Marsch vorgelaufen, dann laufe ich nämlich ein paar Meter weg und hoffe, dass mir dann nur die Armee nachkommt und die andere das von der Reichweite nicht schafft, damit ich quasi dann nur mit einer Armee kämpfen kann. Und im Optimalfall ziehe ich dann in meinem Zug mit meiner Armee, die hier hinten kommt, nochmal nach und habe ein 2 gegen 1. Weil ein 2 gegen 2 schaffe ich nicht, weil die zwei volle 20er Armeen hat und ich habe nur eine 10er und eine 20er Armee. Und parallel ziehe ich Arnheim hoch und fange da schon an, Mauern zu bauen. Weil ich dann aus Arnheim heraushalten werde und nicht aus dem Wald von Arnheim. Weil die einfach zu schwach ist. Wenn ich so eine große Hauptstadt habe mit großen Mauern, dann nutze ich die große Hauptstadt mit Mauern und nicht irgend so ein Dorf. Das ist der Plan und hoffe einfach, dass die halt auch weiter darunter leiden, dass mir meine Chaos-Fraktion hier auch in die Karten spielt. Desto länger sie braucht, desto besser für mich, weil unsere Chaos-Corruption halt trotzdem noch reinkickt und die Waldelfen damit nicht klarkommen. Eigentlich. We'll see, ob das so funktioniert. Wir machen die jetzt alle so platt, sage ich dir. Ich muss halt nur auch ein bisschen aufpassen. Unsere Stunde! Nee. So einfach ist das nicht, weil die haben Waldwege. Doch. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die mir einfach unter den Bergen durch einen Waldweg in Quintex reinspringen. Dann habe ich ein großes Problem. Dann habe ich ein richtig großes Problem. Aber ich gehe jetzt einfach mal nur nicht vom Schlimmsten aus. Weil wenn sie das machen... Hellebronn ist derweil mit ihrer Zweitarmee auch geflohen. Ey, der Sieg, Leute, wird jetzt hier richtig... Okay, sie ist immer noch in der Gesamtberechnung stärker als wir, aber das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Der Sieg hat jetzt auch ein bisschen den Kickstart gebraucht, den unsere Low-Level-Helden gebraucht haben, um ein bisschen zu leveln zumindest. Wende deine Augen ab, du groteskes Wesen, sagt Sigwald auch manchmal in der Diplomatie. Genau, das ist das, was ich erwartet habe. Und so schaffen wir das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Meter gehen und müssen hoffen, dass sie nicht nachkommen. Jawohl, und genau das wollten wir haben. Und das ist jetzt perfekt. Weil jetzt muss sie... Ah, sie kommt nochmal mit rein. Dann ist es nicht ganz perfekt. Wie viel Bewegungsfreiheit hat die? What? Die hat das angegriffen, ist rausgelaufen, ist runtergelaufen und läuft jetzt wieder... Hä? Wie viel Bewegung? Hä? The fuck? How? Das klingt nicht gut, Pia. Nee, es ist nicht schlimm, überhaupt nicht, aber ich wollte die abfangen, die eine Armee. Ich hab mich taktisch richtig gut hingestellt, um die abzufangen. Und die läuft einfach das Dreifache von der Entfernung, was mein Charakter laufen kann, gerade gefühlt. Also, ich bin sehr verwirrt.
Ich bin sehr verwirrt gerade. Ich weiß nicht, wie. Waldelfen haben immer Iso-Drink im Gepäck. Die können das. Kack-Waldelfen. Ich werde den ganzen Wald niederbrennen. Das war vielleicht ein bisschen sehr aggressiv und ist nicht so gut in Bezug auf die Erderwärmung. Ja, ach komm. Aber man kann schon ja mal wütend werden. Wenn diese Klimaaktivisten immer so aggressiv sind, ne, das ist halt auch, wenn die einfach mal ruhig wären und so, dann könnten wir auch wenn mal reden. Wenn die Waldelfen so auch mal ruhig wären. Ja, ja, genau, ja, das ist das Problem. Aber die haben auch so einen coolen Drachen, ne? Also ganz, es war ja auch die zweite Fraktion, bei der ich überlegt hatte, ob ich sie jetzt in dem Run spielen sollen, sind ja tatsächlich die Schwestern des Zwielichts. Weil die haben auch so coole Armeen. Und die haben diesen coolen Drachen. Und das ist halt. Also ich glaube, in unserem nächsten Run werde ich auch wieder die Schwestern des Zwielichts spielen. Habe ich auch recht. Ha, wobei, nein. Valkia. Valkia ist auch cool. Im nächsten Run werde ich Valkia spielen. Aber im Run nach Valkia werde ich die Schwestern des Zwielichts spielen. Weil die sind auch geil. Ich weiß schon, dass beide Armeen auf Marsch gestellt sind. Aber es ist trotzdem viel. Tatos, was die da hatten. Ich weiß noch gar nicht, was ich im nächsten Run dann spielen werde. Mal schauen. Vielleicht machen wir dann umgekehrt. Dann bin ich, weil Malekith ist ja auch hier in der Nähe, dann kann ich mal wieder Dunkelelfen spielen. Wir schauen einfach mal. Können Armeen im Marsch können supporten, ne? Auch wenn sie angegriffen werden. Im Supporten schon, ja. Nur nicht selber angreifen. Ich schaff das nicht, ne? Ich schaffe nicht beide Armeen mit meiner. Das wäre Wahnsinn. Die Frage ist, sind wir Wahnsinn? Aber ich glaube, so viel Wahnsinn sind wir nicht. Wie viel Wahnsinn sind wir? Ich würde halt super gern den Baumsänger da angreifen. Baumsänger die hin. Weil die Armee kriege ich weg. Aber ich schaffe, glaube ich, nicht beide. Ich kann es halt nicht einschätzen. Aber diese Waldgarde, die da auf Stufe, auf Rang 6 hochgelevelt ist, die macht mir halt Sorgen. Die macht mir halt richtig Sorgen. Also wenn meine zweite Armee in Reichweite wäre, dann würde ich die angreifen. Aber meine zweite Armee ist nicht in Reichweite. Und die Schwierigkeit ist halt, wenn ich das verkacke, habe ich ein richtiges Problem. Weil dann wiped meine Hauptarmee und dann rasieren die bei mir durch bis sonst wohin. Ich kann es nicht mal, ich kann es anfangen, selbst ein bisschen für Fernkampf-Power zu sorgen mit Rosa Horrors. Das wäre natürlich ziemlich geil eigentlich. Das ungeteilte Chaos bringt mir gerade gar nicht so viel Spannendes. Aber ich nehme vielleicht mal das rein, weil ich will halt schon gerne dann, ich will hierhin würde ich gerne kommen. Oh, wir können halt hier in dem Gebiet halt noch nichts ausbauen gerade. Ja, ungeteilt bringt mir auch irgendwann diese blöden Oger. Nee, Zienich ist schon besser. Lass uns mal anfangen mit Zienich hier. Plan die zweite Meeresköder und geh mit der Hauptarmee in den Hinterhalt. Nee. Das ist viel zu riskant. Das ist viel zu riskant. Ich brauche
eigentlich diesen Hafen gerade noch gar nicht. Der ist mir eigentlich zu riskant finanziell betrachtet. Jetzt werde ich langsam selber reparieren. Wobei wir da auch... In Eisenstachel sollten wir die Eisengrube bauen. Die wäre halt finanziell für uns unfassbar viel wert. Aber das klappt finanziell gerade noch nicht. Wobei ich könnte das Ding abreißen. Ein weiterer glorreicher Sieg! Hellebronn, nimm das! Es gibt gerne Zwerge in dem Game, ja, die sind sogar ziemlich cool. Die haben echt nice Maschinerien. Es gibt sogar sehr viele Zwerge und die haben auch das Buch des Grolls. Das ist auch sehr, sehr lustig. Zwerge verzeihen nicht. Dankeschön, Yggdrasil, übrigens für die 19 Monate und ganz viel Spaß für weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann mich jetzt hier irgendwie... Ich dachte, ich kann mich jetzt einem Gott verschreiben. Und hallo, Kaktus. Ne, er kann das natürlich nicht, weil er ist ja der Hauptheld. Auf welcher Runde kann bei euch die Krisen auftauchen? Was für Krisen? Wir wissen noch nicht, ob das... es gibt Late-Game-Krisen eigentlich in Immortal Empires, aber die konnte man am Anfang nicht auswählen im Multiplayer-Menü. Wir wissen noch nicht, ob die im Multiplayer stattfinden, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass es Krisen gibt. Ja, es ist, da gibt's dann verschiedene Events, wie irgendwie eine besonders große Ork-Horde oder sowas. Mhm. Orks und Ogre, deine Lieblingsfraktionen. Ja, genau. So, aber weiß das jemand, wie das jetzt hier funktioniert? Weil gerade habe ich doch hier die Pfad des Ruhms freigeschaltet. Der Segenkorn verschreiben wurde freigeschaltet. Wie mache ich das? Weiß das jemand? Fände ich echt doof, wenn es im Multiplayer nicht gehen würde. Braucht wahrscheinlich einen Monat, dann gibt es eine Mod, falls Creative Assembly das verpeilt hat. Wahrscheinlich, ja. Ich finde, Morati spielt sich leichter als im zweiten Teil, Jerry. Also, ist anders, aber spielt sich viel, viel leichter als im zweiten Teil. So, jetzt erstmal Geld hier noch scheffeln. Und Wachstum. I have control. So, das ist gut, wie das hier läuft. Ich mag das. Jetzt gibt's hier leider irgendwo gibt's jetzt gleich eine Rebellion. Weil du richtig viel... Warum verliere ich so viel... Kontrolle? Wo kommt das her? Erlasse. Ach so. Nein, weg damit. Hier habe ich die ganze Zeit... Minus, ne? Wegen... Immer noch wegen dieser Kornkorruption. Sobald die weg ist... kann ich vielleicht einen Verbündeten wieder drauf ansetzen, auf das Problem. Auf den Charakter dann neben dem Skilltree. Ah, Moment. Ich gehe ganz kurz Pipi machen. Jawohl. Yeah.
Also, Pfad des Ruhms hier. Und hier muss ich... Ah, gewinnt eine Schlacht mit 3 Einheiten von Auserkorenen eurer Armee. Okay. Ah. Okay. Jawohl. Okay, gut. Dann müssen wir das erstmal hinkriegen. Dann leveln wir erstmal einfach die Typen hier auf. Also. Sigwald soll auf jeden Fall hier hingehen. Dann... Er hier... Holt sich mal noch den Zauber. Finde ich auch. Oder verbessert er einfach die hier? Nee, noch nicht. Musst du den mal voll auf dieses Erfahrung geben, damit er diese Barbaren schneller auflevelt. Damit die mal zu Chaoskriegern werden können. Oh, ich habe meine Cola vergessen. Jetzt sind wir durch. Danke übrigens an der Stelle. Da kamen Subs rein. Vielen lieben Dank an Dein-Chan für die 100 Bits und Turtle Squad für die 100 Bits und Daniel für den verschenkten Sub für Extrovertiert, Extrovert, Introvert. Und Dankeschön, Turtle Squad, für die 100 Bits. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Hallo Daniel, by the way. Einen wunderschönen Nachmittag und hallo an alle. Das ist schon die neue große Map. Genau. Wir spielen im dritten Teil Immortal Empire. Das ist die große, fette Map. Ich spiele Morati von den Dunkelelfen und Maurice spielt Sigwart. Das ist Chaos-Fraktion. Warum sage ich immer Morati? Ich wollte gerade schon wieder sagen, was genau ist denn jetzt schon wieder mit mir hier? Ich verstehe da. Du bist einfach, ich weiß nicht, vielleicht weil du immer so unverschämt bist, Pia. Hä? Ja. Wie, ich bin unverschämt? Ja, schon. Bis später, Nichi. Unverschämt, sagt er. Ja. Entschuldigung, ich habe nicht den richtigen vollen Titel ausgesprochen. Sigwald der Prächtige. Ja, richtig, richtig, richtig. Wir dürfen ein bisschen vorab spielen. Die große Map kommt am 23. und wir dürfen quasi vorab testen. Genau. Aber das Valkyr wirklich hier so oben, die hat noch nicht viel gemacht bislang. Ich hätte die auch eher als ultra aggressiv eingeschätzt. Ich habe das Gefühl vom Balancing her, die kommt gegen Hellebronn nicht an, weil die so stark war und kommt halt da nicht raus. Weil sie da oben festsitzt. Ich kann vielleicht irgendwie noch da nach links oben, aber das ist ewig weit. Und sie müsste ja, also ihr nächster Feind ist direkt hier Hellebronn, die sich extrem aggressiv ausgebreitet hat. Und ich mein Verdacht ist tatsächlich, dass sie dagegen nicht ankommt. Ich muss gleich mal in die Diplomatie mal schauen, ob die im Krieg sind oder ob ich da vielleicht irgendwas irgendwie profitieren kann von. Spielt ihr alles mit Auto-Resolve? Nö. Nee, nicht mal ansatzweise. Maurice hat ein paar einzelne Sachen jetzt auto-resolved, aber wir kämpfen eigentlich so gut wie alles. Und entgegen der Info von gestern dürfen wir heute auch gegen die neuen Chaos-Fraktionen kämpfen. Das heißt, wir sehen heute vielleicht auch nochmal eine neue Fraktion fighten. Genau, gucken. Also wenn Valkyr Stress... Oh, ich meine, auch wenn Valkyr sich zu einem Bündnis überreden lässt, ne? Und dann mit mir mal zufällig in der gleichen Schlacht, das wär ja noch besser... dann könnten wir sie auch sehen.
habe. Diese Rebellion, da müssen wir jetzt direkt einen Kollegen draufschmeißen, und zwar Krack hier. Weil würde ich mal ein bisschen gucken, was es noch an Diplomatie überhaupt gibt, die ich machen kann. Valkia ist tatsächlich im Krieg mit Hellebronn. Das scheint ihr Problem zu sein. Das dürfte aber auch wiederum mir sehr zum Vorteil gereichen, weil Valkia findet mich total toll gerade. Ist das so? Die findet mich Hammer. Vielleicht kriegen wir ja noch sogar. Gut, das ist ein bisschen viel. Noch nicht, aber bald sind wir bei militärischem Zugang. Es ist nicht mehr viel. Ich bin gespannt, ob sie sich da jetzt reinbeten lässt. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ist ja cool. Kann ich dich jetzt hier einfach... Wo bist du denn, Geißel des Kane? Den irgendwann auch. Das ist. Ach, ich kann sie einfach unterwerfen. Okay. Gegen Seelen. Das kostet 2000. Okay, also. Ich habe ja Slaanesh noch nie gespielt. Ich habe wohl so eine Mechanik, dass Leute, die der Slaanesh-Korruption ausgesetzt sind, irgendwann von mir ins Vasallentum einfach gezwungen werden können. Und. Da oben ist hier einer. Nee, das ist das nicht, ne? Das ist was anderes, oder? Aber ich habe jetzt mit Slaanesh ein Schutzbündnis und ein militärisches Bündnis. Sehr gut. Mit Verleiter des Slaanesh, und ich habe es mir sogar noch bezahlen lassen. Wenn ich das an der Stelle sagen darf. Das ist sehr schön. So, Valkia. Schade, du willst aber kein Schutzbündnis noch mit mir. Gib mir noch ein paar Runden, dann wird das. Ja, Valkia ist, die ziert sich ein wenig bei mir auch gerade noch. Ja, aber. Also, ich habe meine Kohle gerade schon bekommen, die ich brauche. Dass ich mich für diese Bündnisse bezahlen lasse, ist gefühlt gerade das, was mich am Leben hält. Finanziell betrachtet, aber das ist ja auch völlig okay. Ja, klar. Ist ja nur legitim. Warum auch nicht? Wenn man hauptsächlich englische Streamer hört, ist die Aussprache der Charakternamen hier echt eine Umgewöhnung. Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Wie wird Valkia im Englischen? Ja gut, du kannst es mir halt jetzt schwer sagen, wie man es ausspricht, ne? Weil du schreibst das in den Chat. Smarte Frage, Pia. Aber ich bin generell sehr, sehr schlecht mit der richtigen Aussprache von Sachen. Wird gefragt, ob du jetzt die Mafia spielst. Valkia. Warum? Also wegen den Schutzbündnissen? Ja, Schutz und gegen Geld. Ein bisschen vielleicht. So, jetzt haben wir hier wieder eine Armee. Die jetzt aber auch gerade hier in Marsch reingegangen ist, die kriegen wir doch mit unseren Beinen. Oh, die will mich in den Krieg mit reinnehmen gegen die Hochelfen, da bin ich dabei. Mit Hochelfen fange ich immer Krieg an. Sich für Bündnisse bezahlen zu lassen, ist ein ehrlicher Job und einer der ältesten Jobs der Welt. Dafür sollte sich keiner schämen. Stimmt, außerdem lassen wir uns hier zumindest mit Gold bezahlen. Bei Crusader Kings 3 verscherbeln wir dafür Töchter. Das stimmt, das stimmt.
Das ist deutlich hier nüchterner, sagen wir. Läuft jetzt hier doch allmählich mal besser. Bis Hellebronn wieder gespawnt ist, haben wir hier diese andere Armee dafür weggehauen. So. Greif mich an. Los. Nee, sie haut ab. Ah, nein. Feige! Feige! Das ist schäbig hier. Greif mich an, los. Sei verrückt. Ich bin enttäuscht. Sei verrückt und greif mich an. Drück mir die Daumen, Maurice. Alle Daumen sind gedrückt. Immortal Empires wird am 23. freigeschalten, am Montag, Gesig. Dienstag, glaube ich, oder? Oh, Dienstag kann auch sein. Am gleichen Tag, wie die Gamescom losgeht, nämlich lustigerweise. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Nee. Das ist absolut nicht clever. Na komm. Jetzt kommt's bei dir, ne? Komm schon. Hier Walk into your destiny. Da ist die Armee. Ja. Nein! Ah! Jetzt plündern sie hier diese Säcke. Fetten Walddrachen auch, ey, krass. Ich fühle mich echt verarscht. Ja, ich kenne das Gefühl. Als ob. Also das ist ja auch einfach nur, das ist so ein klassischer KI-Moment, oder? Die wusste doch, dass ich da plündere. Ah, dass ich da stehe, ja, manchmal erkennt sie es ja tatsächlich, weil du hast ja, glaube ich, mal, hast ja immer nur eine Prozentchance, dass der Hinterhalt entdeckt wird. Ja, aber das, ja, aber dann würde trotzdem, ja, es ist also, eindeutig unfair und cheating. Aber die Sache ist halt, dass mir das wahrscheinlich sogar reicht, dass die jetzt hier steht. Das dürfte mir reichen, damit sie stirbt. Okay. Jetzt werden meine Verbündeten wieder mutig. Jetzt hat Rangwald Hellstadt wieder die Idee seines Lebens. Ja, ja. Du schaffst das doch eh nicht, Junge, diese unbewachte Nebensiedlung einzunehmen. Warum denkst du überhaupt, dass das was wird? Ah, cool. Kult der Sinnesfreunden. Die Fraktion Etain wurde von unseren Feinden gebeten, gegen uns zu kämpfen. Die Hochelfen verschwören sich gegen uns. Wow. So, das, da müsst ihr ja doch sofort. Der zieht ihn so noch nicht mit rein, ne? Ja, mal ganz kurz. Schön, so mag ich das. Hä, warum unterstützt meine andere Einheit nicht? Kann mir das jemand erklären, warum die nicht mit angreift? Die müsste doch nah genug dran sein. Aber die greift, hä? Like, ah, jetzt. Weil sie dahinter stand. Ah, und jetzt laufen sie, die Feiglinge. Mm.
Hier ist ihre gegen Hauptstadt. Gegen beide Armeen komme ich nicht an. Die Hauptstadt von Hellebronn zählt tatsächlich nicht mehr als dunkle Festung für mich. Von der habe ich... Ich weiß gar nicht, wie das ist, was ich von so einer Festung habe tatsächlich. Ob die einfach als Nebensiedlung zählt, werden wir sehen. Whispers of disobedience. We shall see. The very air is tainted. Uns bleibt halt nichts anderes übrig, als hier noch mal eine Runde abzuwarten und zu hoffen, dass wir sie kriegen. Wenn du die Stadt belagerst, kann sie nicht unterstützen. Digga, wenn ich die Stadt belager, bin ich tot. Was für eine Stadt belagern? Meinst du, welche meinst du denn? Das da oder das da? Weil ich komme da nicht an. Also ich komme nicht gegen die Armeen an, die da drinnen stehen, weil die mit Garnison kämpfen. Die Garnison plus die Armee ist halt schon stark genug. Das schaffe ich nicht. Ich habe gerade eine schöne Eigenschaft wieder für Sigvald freigeschaltet. Angesichts Sigvalds nicht zu bestreitender Herrlichkeit müssen sich seine Feinde ihrer eigenen offensichtlichen Unzulänglichkeiten bewusst werden und daran verzweifeln. Er wird dann zu einem Dämon und kriegt die passive Fähigkeit teuflischer Moschus, die Feinde in der Umgebung schwächt. Ich finde das gut. Ich finde das sehr würdig, sehr ehrbar, sehr anständig auch. Mein General hat noch keinen Blitzschlag. Nein, ich habe das noch nicht gelernt, weil wir noch nicht so viel... Ich habe noch nicht so ein hohes Level. Die Runde ist noch nicht so alt. Ach, du meinst mit einer Armee, die Stadt belagern und dann die Armee, die draußen ist, angreifen und die vernichten, danach zurückziehen... Das schaffe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass ich rankomme. Also ich komme ganz sicher nicht ran. So, nochmal andersrum. Ich müsste mit der kleineren Armee, ich bin ja jetzt wieder reingegangen, müsste ich quasi diese Armee belagern, damit ich dann mit der anderen Armee die andere töte. Das wäre quasi the try. Aber ich glaube, dass ich dann wipe tatsächlich. Weil dann kriege ich nämlich die eine Armee getötet, aber in ihrem Zug greift, ich stehe dann ja trotzdem bei denen in der Stadt drin, dann macht die einen Ausfall mit der anderen Armee und wiped mir beide Armeen vor der Haustür plus Garnison. Also ich glaube nicht, dass das so smart ist, weil das einfach zwei Armeen plus Garnison sind. Ich hoffe an der Stelle eher, dass die jetzt nochmal zu mir hinkommt. Die Schwestern sind ja erst geflohen, dass ich die zweite Armee hinzugezogen habe. Das heißt, wenn sie sich jetzt nochmal hier hinstellt, um zu plündern, greife ich sie nur mit der Armee an. Das hätte ich ja gewonnen mit einem Pyrrhus-Sieg. Ich wollte einfach nur nicht so viele Einheiten verlieren. Aber dann kämpfe ich das 1-gegen-1 und gewinne das. Und dann habe ich halt zwei Armeen gegen die eine Armee, die von denen noch übrig ist. Und dann mache ich es über den Weg. Das braucht halt einen Zug länger, aber ist halt weniger riskant. Und im Optimalfall greifen sie vielleicht mich an. Dann habe ich den gleichen Fight halt bei mir im Stadtgebiet. So. Ich habe derweil die Frage, ob ich mich jetzt hier nochmal... Wir haben jetzt aber noch eine zweite Armee. Wenn die beide hier kommen, aber die kommt nicht her, glaube ich. Ne, kommt in Marstellung zu mir. Und er hier kann den angreifen. Könnte knapp werden, aber könnten wir auch gewinnen, die beiden Armeen gegen meine beiden. Die beiden sind stärker als meine Barbarenarmee. Aber Sigvalds Armee ist deutlich mächtiger. Und er supportet ja. Wenn sie uns angreifen, haben wir auch unsere Artillerie. Ich glaube, wir erwarten diesen Kampf. Das wird spannend. Wollen ja mal ein bisschen was Episches hier haben. Deine Armee versteckt er trotzdem und sobald die Armee geschlagen ist, die Belagerung abbrechen und dann, falls die nächste Runde kommt, kämpft die Garnison nicht mit. Die braucht die Garnison dann nicht mehr, Leute. Das ist ja der Sinn der Sache. Wenn ich da jetzt reingehe und ich kämpfe gegen die eine Armee alleine, erleide ich ja trotzdem viel Schaden.
Das heißt, ich muss da ja trotzdem erstmal rüberziehen. Das heißt, ich habe dann immer noch eine gesunde 20er-Armee, die ausfallen kann und mich töten kann. Ich kämpfe ja trotzdem gegen zwei Armeen da, halt nacheinander, aber es sind trotzdem zwei Armeen. Das schaffe ich nicht. Und von der anderen Seite kommt der Hochelf. So. Oh, sie hat hier noch was? Dankeschön, Nico, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das ist interessant. Danke, 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 danke schön. Halt sich auf. Das könnte uns Gelegenheiten geben. Das gefällt mir nicht. Hier da oben rum. Da kommen die Hochelfen. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss jetzt sowieso nach Arnhain zurück. Ich werde das jetzt sowieso fallen lassen müssen. Also wenn die mich jetzt nicht angreift, dann muss ich sowieso das zurücklassen und muss nach Arnhain zurück, weil das wird ein viel größeres Problem werden, als die da drüben. Das gibt jetzt auf jeden Fall. Und dann bleiben wir in Arnhain und dann lassen wir den Wald von Arnhain im Zweifelfall fallen und kämpfen hier drin. Ich habe da ja extra Mauern hochgezogen vorhin. Die müssten jetzt fertig sein, die Mauern. Ist zu Wasser der Weg vorgegeben oder kann man da random sich bewegen? Man kann sich random bewegen im Wasser. Aber wenn du zu krass ins tiefe Wasser gehst, hast du Verschleiß. Also ich persönlich hoffe ja einfach, dass der jetzt mit einer Armee potenziell in mich reinrennt. Aber die geht auf Defensive. Ist auch okay. Also ist auch okay. Dankeschön, Just Tobi, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Meine Mods werden wieder albern, Pia. Prinz Instagram, wieso? Der Prachtvolle, vermittelt seinen Feinden auf dem Schlachtfeld unerreichbares Schönheitsideal. -4 Führerschaft. Geil. Also könnte man theoretisch irgendwo einfach eine mit einer Streitmacht zu Wasser in den Rücken fallen. Du musst halt an Land gehen können. Also an solchen Stellen, hier zum Beispiel kannst du zu Land gehen, weil hier ist so flach. Das sind so Klippen, hier kannst du nicht zu Land gehen. Aber ja, du kannst, das ist tatsächlich eine Taktik. Es gibt auch tatsächlich Fraktionen, die darauf aufbauen, übers Wasser in den Rücken zu fallen. Können die Dunkelelfen tatsächlich auch richtig gut. Die bauen dann eine fette schwarze Arche und reisen damit von A nach B. Und können da sogar Einheiten drauf rekrutieren. Ich hätte meine schwarze Arche auch echt gerne, aber ich habe nicht genug Sklaven gerade für den Ritus für die schwarze Arche, weil... Das Leben ist hart, ne? Ja, die Sklaven sterben zu schnell weg. Ich habe einen zu großen Sklavenverschleiß pro Runde. Du sagst es, als würden sie passiv einfach so sterben. Ja, sie fallen um. Ich habe damit gar nichts zu tun. Dankeschön, Just Tobi, für die 4 Monate. So, krass. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sehr gut. Meine Verbündeten sind immerhin gut um diese Rebellionen hier, die hier ständig aufploppen. Das können sie wenigstens. Belastend. Die Sklaven hatten früher auch eine deutlich bessere Qualität, auf jeden Fall. Ja, früher war auch das besser. Alter, die ganzen Hochelfen verbünden sich gerade gegen mich. Ich hab's befürchtet, ich komme nirgends direkt hin. Die Frage ist, können wir jetzt hier einen kleinen Trick abziehen? Geht das, wenn ich... What? Phoenix Queen. We accept. Feel my whip. Erst nächste Runde. Ah, oder? Oder ist das schon aktiv? Ah, ist noch nicht aktiv. Ach, das ist nervig, dass diese Chaosgabe nicht sofort aktiv wird. I watch from the shadows. Ah, das ist irritierend. Jetzt habe ich hier überall Sachen, wo ich angreifen könnte, aber ich kann nirgends hin. Ist halt da trotzdem hin. Ich meine... Probier es mal, ob der das vielleicht sogar schafft. Es schafft er nicht, aber ich muss da trotzdem hin. Weil die Stadt muss ich mir nehmen, so oder so.
diese Armee, die hier so eingepfercht ist, das ist zu gut, um das zu verstreichen zu lassen. Oh mein Gott. Bitte lauf in mich rein. Oh mein Gott. Bitte lauf in mich rein. Das wäre ja wunderschön, wenn das passieren würde. Ich glaube, die Hochelfen wollen mir hier gleich eine kleine Überraschung machen. Okay. Also es gefällt mir auf jeden Fall, was die mir da gerade zuschicken. So ein paar halbtote Einheiten. Also das wäre halt amazing, wenn der jetzt wirklich da einfach reinjieten würde. Beziehungsweise wenn der hier irgendwo an Land geht, dann ist der halt RIP. Der hat halt so eine halbtote Armee, mit der er da kommt. Und Hochelfen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Hochelfen zu schlachten, dann schlachte ich Hochelfen. Ja, das ist. So, was macht Hellebronn jetzt? Sie hat sich so oder so in eine echt blöde Situation. Dankeschön, Special, für die 11 Monate und ganz viel Spaß getrennt. Hier weiterhin. Dankeschön. Kommt jetzt hier in dieser Stadt. Vielen, sie kann vielen da schon Dank. Raus, weil ich die Stadt nicht komplett umzingeln konnte mit meinen Dankeschön, Leuten. Dankeschön. Aber ist dann für sie auch nicht geil, dann verliert sie halt diese Stadt und meine Vasallen werden. Die Map kommt generell am Dienstag nächste Woche raus im Rick. Wir dürfen mal ein bisschen vorab schon testen. Und Valkia ist ja da oben auch noch, mit der sie auch ein bisschen klarkommen muss. Aber der hat sich verpisst, der hat sich doch nicht getraut. Jetzt hat sich hier Hellebronn reingesetzt in die. Aber es ist nicht so eine gute Situation für dich, Hellebronn, wo du hier hockst. Alleine gegen Sigwald und Küllers Todschlürfer. Er hat sich dann nach hinten zurückgezogen. Die beste Lage. Und auf die zwei habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, wir werden sie jetzt gleich wieder weghauen. Blöd für dich, Hellebronn. Aber Sigwald ist da auch ein bisschen ja Opfer der Umstände, dass er das jetzt wieder tun muss. Du zwingst ihn ja auch quasi dazu. Wie er sich schön redet, der Maurice. Kommt er da wieder. Und hin und her und hin und her. Die gehen mir richtig auf den Sack da oben. Jetzt kommt er da wieder plündern, wetten. Wieso hat Hellebronn Maurice noch nicht besiegt? Die war doch so viel stärker und auch noch auf Seersch. Wollt ihr meinen Untergang, lieber Chat? Natürlich haben wir uns behauptet gegen diese türkische Invasion. Ich hätte vorher einfach angreifen sollen. Also, was ist das denn jetzt hier für ein Verrat? Das Problem ist, dass ich auch nicht sehe, was da drin ist, aber ich befürchte, dass da mindestens ein Drache auf mich zukommt. Dankeschön, Fat Dad. Alter, schon wieder. Vielen lieben Dank für nochmal. Du verschenkst so viele Subs hier. Es ist fucking crazy, ey. Ich danke dir für nochmal 5 Subs und willkommen an alle neuen Ulmel. An die ganzen Zwangsrekrutierten hier. Dankeschön, dankeschön. Mammutreiter und Rangwald Hellstadt. Also nie im Leben wirst du doch hier diese Armee besiegt kriegen, die da steht. Also glaubt euch niemand mehr. Also ich habe nicht so viel Spaß gerade.
Ich fühle mich ein bisschen bedrängt, um ehrlich zu sein. Versuche mich tapfer runterzukämpfen. Das funktioniert wahrscheinlich genauso schnell wie mein Hochkämpfen. Ja. Ja, es läuft hier gerade ganz gut. Also Hellebronn würde ich jetzt hier wieder weghauen. Ja, komm, diesen einen Trupp Trolle brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oder können wir hier noch Truppen rein rekrutieren, dass wir uns besser schlagen? Enchanting Beauty. Oh, wir finden immer noch den einen Troll. Ich habe halt wirklich ein Problem, weil diese Waldelfen halt die ganze Zeit hin und her laufen, aber nicht fighten. Und während die halt hin und her laufen und mich unfassbar viel Zeit kosten, haben sich jetzt die Hochelfen auf die andere Seite gestellt. Und ich habe jetzt drei, ich hab drei Fraktionen gerade, die von drei Seiten mich bedrängen. Mit right now 5 Armeen. Und ich sehe die Hochelfenarmeen nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da mindestens ein Drache mitkommt gerade. Und es bringt mir nichts. Ich kann nicht warten. So, ich muss mich vorbewegen. Ich muss drauf hoffen, dass ich angegriffen werde, weil ich kann über das Wasser nicht da einfach blind rüberlaufen. Ich kann aber auch mit der Armee das nicht allein halten und mit der anderen Armee kann ich die andere Seite nicht allein halten. Also das ist halt super effizient, was sie gerade machen, weil ich kann halt nicht drei Fronten mit zwei Armeen halten. Was bringt das lila Zeug, das aus Pias Städten rauskommt? Liebe. Planet ist Liebe, in der Tat, so ist es. Das ist die Chaos Wahrheit, Corruption. Liebe Leute. Ich korrumpiere das ganze Land und das ist für mich ist es super positiv. Für alle anderen, die keine Chaos Corruption haben, ist es nicht so positiv, weil das bei denen tatsächlich auf die Kontrolle in ihren Gebieten geht quasi. Also wenn die... Man sieht hier zum Beispiel, dass die da schon -3 Slanish Corruption bekommen pro Zug. Sind in einer Fraktion nicht direkt. Die Waldelfen sind hier auf der einen Seite mit 2 Armeen für sich und auf der anderen Seite habe ich 2 Hochelfenfraktionen, die sind verbündet miteinander und haben beide Krieg mit mir. Das heißt, ich sitze gerade wieder einmal, es ist halt der klassische Twist der 3 Elfenfraktionen und ich als Dunkelelfe sitze in der Mitte und werde von beiden Seiten gepiekst, obwohl sich alle 3 hassen. Wir Waldelfen können, wir Dunkelelfen können nie was dafür. Wir sind die armen Opfer dieses Hasses. Wahrlich, ja. So ist es. So und nicht anders. Ferocious. Nature's torment. Du sagte sie und trieb ihre Hochelfensklaven weiter an. Ich habe keine Hochelfensklaven, ich habe noch gegen keine gekämpft. Noch. Hoch und Wald hassen sich, Hochelfen hassen gefühlt alles. Das stimmt, das ist eine arrogante Bande. Also Hochelfen, vielleicht ist Hassen zu viel, aber sie, Hochelfen halten sich halt für das Beste. Sagt der Dunkelelf. Ja. Diese Kritiker im Chat immer, ne? Das ist, Ich glaube, Sigwald kann ein bisschen mehr aushalten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Er ist schon arg viel verreckt. Bislang.
Waldelfen mögen auch keinen, die bleiben nur so lange ruhig, bis du in ihren Wald kommst. Also von, sie bleiben ruhig, bis man in ihren Wald kommt, sehe ich wenig. Die kamen in meine Feste und die ist außerhalb von ihrem Wald. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als ruhig betiteln, dass die meine Feste eingenommen haben. Die mag zwar trostlos sein, aber es war trotzdem meine Feste. Das stimmt, ja. Überall ist ihr Wald. Die bleiben ruhig, bis man in ihren Wald kommt. Alles ist ihr Wald. So kann man sich die Dinge gut zurechtlegen, ja. Ihr Wald, jedes Kartenstück mit mindestens einem Baum. Schwierig. Das ist sehr schwierig. Lasst uns bitte alles niederbrennen. Die Sache ist halt, jedes Kartenstück mit mindestens einem Baum ist ihr Wald und jedes Kartenstück ohne einen Baum ist ein geschändetes Kartenstück, das auch übernommen werden muss, damit dort Wald wachsen kann. Ja. Wo mein Wald anfängt, entscheide immer noch ich, wird geschrieben. Ja, genau. Das ist das Waldelfen-Mindset, glaube ich. Das gibt's einmal zum Mitnehmen. Ja. Einmal Waldelfen-Mindset zum Mitnehmen. Für eine dunkle Elbin bist du schnell von Begriff. Wow. Oh, jetzt geht's aber los hier. Wow. Der okay. Wald ihrer Träume wird bei mir geschrieben. Jetzt sind wir bei Crusader Kings. Nein! Ja, wir haben jetzt aber Hellebronn tatsächlich ziemlich geknechtet hier, muss man sagen. Da bin ich ziemlich angetan davon. Der Ozean dient nur zum Bewässern des Waldes. Der Salzozean? Also die Sprüche werden immer besser. Vielleicht sehen sie das Ende des Waldes auch nur vor lauter Bäumen nicht mehr. Haganeth ist aber schwach geworden. Haganeth, ich habe Hellebronn richtig weggehauen gerade. Die ist jetzt bald erledigt. Alter, krass. Du kannst mal noch gucken, ob sie vielleicht jetzt eine Konföderation will. Ich kann auch gleich erstmal noch eine Stadt weghauen, dann ist sie nämlich wirklich im Eimer. Und wo ist Haggreff und wer ist das nochmal? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber ist das nicht Malekith? Da oben irgendwo, ne? Der ist direkt darüber, das müsste Malekith sein. Nee, Malekith ist, aber die sind halt hier, ne? Malekith ist doch Naggarond. Wer ist Haggreff nochmal? Malus. Ach, das stimmt, das ist Malus Darkblade. Der ist auch hier in der Ecke? Nee, der ist bei mir oben rechts noch und er hat auch noch eine dunkle Festung. Dankeschön, Jerry, für die 23 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Glaube ich, mein nächstes Ziel. Vielen lieben Dank. Aber ich glaube, mein nächstes hier wird ehrlich gesagt Valkia, wenn die hier mit einer Festung nur rumhockt. Ist halt einfach zu gut. Also ist zu juicy, diese Festung mir nicht zu holen gleich als nächstes. Kämpfen wir, das ist die Frage. Oder mache ich da ein automatisches Gefecht draus? Also ich verliere halt fast alles aus meiner Hauptarmee, aber ich wipe zwei von deren Armeen. Das würde mein ganzes Problem lösen. Und da das 5 Armeenkämpfe sind und ich gerade massiv in Bedrängnis bin, bin ich verlockt, einfach auf Auto-Resolve zu drücken, weil ich echt Schiss habe vor diesen Waldguard-Geschoss-Infanterien auf Level 6. Oh ja, das hatten wir gerade. Das hatten wir ja gerade vorher. Ich nehme diesen Auto-Resolve. Ich nehme diesen Schaden. Ich bin zufrieden und einverstanden mit diesem Schaden. Und ich habe 2 volle Waldelfen-Armeen weg. Bin ich gerade losgeworden. Und das ist alles, was ich brauche. Das dürfte dir auch eine Menge Geld geben, ne? Ja, und das erneuere ich meine Armee mit halt besseren Sachen und kann mich halt auf die Hochelfen konzentrieren.
Aber warte mal ab, jetzt kommen die wahren Stars. Jetzt werden nämlich gleich Rangwald, Hellstadt und Halftor Mammutreiter für den verschenkten Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Halftor Mammutreiter hat sich schon auf die Fahnen geschrieben, er will die Hauptstadt von Hellebronn bezwingen. Nachdem du das letzte Mal an dieser unverteidigten Nebensiedlung gescheitert bist und diesmal sogar eine kleinere Armee hast, Halftor. Wobei, diesmal hat er Chaoskrieger, wird ein bisschen besser. Okay. Wir schauen mal. Aber deren zwei Armeen sind halt auch komplett weg, ne? Das ist halt super viel wert. Zwei Trupps Chaoskrieger mit drin, vielleicht? Also es ist schon worth it gewesen, weil es jetzt das halt zerrissen hat. Und ich habe jetzt auch Sklaven und allem, also das ist ganz gut. Wieso sind die Autobattle einfacher wie die man selber spielen muss? Das kommt drauf an, normalerweise. Also Autobattle irgendwo ist immer einfacher, aber schlechter berechnet. Aber gegen manche Einheiten spielen ist sehr schwer. Willst du wissen, was für ein Held Rangwald Hellstadt ist? Er sucht sich offensichtlich einen Feind seines Status aus. Er hat sich jetzt eine Armee mit einer Einheit drin als sein Ziel auserkoren. Er hat 16 Barbarenhorden. Ein Macher nennt ihn mein Chat. Ja, so könnte man es betiteln. Beautiful. Wie sieht's bei dir aus? Guck mal, ob Hellebronn gerade Bock auf Konföderation schon hat. Sonst hau ich sie nochmal. Die hat ist auf minus 156 bei mir. Dann ich glaube, ich muss die hauen. Aber sie ist halt sehr schwach. Ja, ja, aber ich glaube, ich muss die besiegen, damit ich sie reinzwingen kann. Aber hau gern drauf, alles gut. Dann muss ich sie, weil die Dankeschön, Karriere generiert Kleppi, sich ja, wie man weiß, gerne schnell. Ganz viel Spaß hier weiterhin, Dankeschön. Dann wird Sigwald jetzt ein weiteres Zeichen für den Feminismus setzen. Und Hellebronn weghauen. So. Also ihre Hauptstadt hier. Entscheidender Sieg, keine Verluste. Danke nochmal, Kleppi. Volle Gönnung! Pia ist aber auch gerade sehr schwach durch den Auto-Resolve. Ja, aber es war worth it. Es war absolutely worth it. Ich bin diese zwei ekelhaften Armeen losgeworden, mit denen ich da seit 6 Runden hin und her gefightet habe. Und ich habe ja mittlerweile, ich hatte noch Anfangseinheiten in meiner Armee von meinem Hauptcharakter. Und die kriege ich halt jetzt alle raussortiert. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das Gebiet, also ob ich dafür genug habe, um mich das einzunehmen hier schnell. Ui, nee. Mal gucken. Und wenn ich damit noch nachziehe, dann müssten wir das eigentlich hinkriegen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann heule ich. Alter, ich komme gegen die Garnison nicht an. Ja, aber ich bin auch echt schwach gerade. Also ich bin echt runtergeprügelt gerade. Dann... müssen wir hier erstmal ein bisschen warten. So, ich habe jetzt tatsächlich mal eine Hauptstadt erobert und das gibt dir einen Chaos-Altar, den du, glaube ich, später auch noch aufrüsten kannst mit Features. Und du kannst so kleinere Gebäude drin bauen, die dann Helden freischalten. Okay, das kostet nicht mal immerhin nicht viel Geld. So, was wollen wir hier noch? Ach, du hast auch dein Pferd jetzt. Das ist schön. Was kann ich jetzt für diese Altare mir erforschen? I watch from the shadows. Ah, ich kann den Altaren dann noch geben, dass sie die Korruption meines bestimmten Gottes raushauen. Also Slaanesh in dem Fall wahrscheinlich. Die Garnison ist relativ schwach. Also du wirst nicht viel besetzen als Chaoskrieger abseits von diesen dunklen Festungen. Da ist es fast mal eine Frage, ob es besser ist, das einfach niederzureißen.
eigentlich erstmal das hier und buff mich in benachbarten Regionen, weil ich hier noch, glaube ich, ganz gut kämpfen werde. Oder ich kann halt eine bessere Garnison machen. Aber die ist immer noch nicht geil. Ne, wir machen das da. Es ist so schön, dass ich jetzt endlich mal eine Runde Geld mache, Geld ist immer gut. Ja. Eine alte Weisheit. Ja, absolut. Ich glaube, das Söldner-Event kommt eher hier rein. Weil der hat noch nicht so viel Kavallerie. So, und jetzt kann ich schwarze Aachen rekrutieren. Du brauchst halt echt eine ganze Weile, bis diese Barbaren mal aufgerüstet sind. Also bis die wirklich mal an dem Punkt sind, dass sie zu Chaoskriegern werden. Die haben jetzt schon diesen ganzen Feldzug. Ich habe auch einen Helden drin, der ihnen noch Erfahrung gibt. Das dauert schon ziemlich lange. Lord of the Black Court. Critters submit. I approve of these dark deeds. So, ich habe jetzt etwas, was mich sehr glücklich macht. Und zwar, ne? Ich habe eine schwarze Arche. Schön. Was will er mir hier sagen? Dreadlord of Naggaroth. Ach, das hat noch Cooldown. Okay. Du bist ready. Du stehst jetzt erstmal noch hier. Da ist dann bald eine Schlacht zu fighten. Oh. Gott sei Dank ist dieser ganze Stress jetzt hier besser. Also das ist alles wundervoll, tatsächlich. So, sie komplett zerschlagen. Nicht so, also nicht zwangsweise. Ich bin de facto einfach sehr, sehr glücklich gerade, dass, ich bin einfach sehr, sehr glücklich gerade, dass ich hier ein bisschen was so für mich entspannen konnte und hier nicht mehr so ein großes Chaos herrscht, so, und nicht so viele Armeen gerade vor meiner Nase sind. Also werden ja trotzdem genug Armeen werden, die mich da weiter nerven werden. Und die werden sich auch wieder aufbauen, aber ich kann zumindest kurz durchatmen. Ich habe richtig viel Geld gemacht. Ich konnte, also es war alleine dafür wert, dass meine Armeen halt gerade, also ich habe halt zwei Armeen gewiped, so andersrum, und konnte aber in dem Trade in Quintix die nächste Stufe der Zitadelle ausbauen und mir eine schwarze Arche holen. Also so gesehen habe ich gar keinen Verlust gemacht eigentlich, obwohl ich zwei ganze Armeen verloren habe. Voll gut. Du solltest die Archen auch in die Siedlung setzen. Man kann Archen in Siedlungen setzen? Ich dachte, Archen sind ihre eigenen Siedlungen. Ich glaube nicht, dass du kannst auch eine Arche nicht in eine Siedlung setzen, oder?
Ach, die geht's auch nicht, aber ich habe lange keine Dunkelelfen mehr gespielt. Kann sich auch geändert haben. Ich bin ja eine schwimmende, also eine schwimmende Siedlung, basically. Chat sagt doch, geht. Ach, krass. Was habe ich einen Mehrwert davon? Also was bringt mir das, wenn ich das mache? Du kannst damit auch feindliche Städte einnehmen. Aber nur Hafenstädte, oder? Ich weiß gar nicht, wie das verläuft. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie die Archen tun. Leute, Hellebrunn will ein Friedensabkommen für 3000 Gold. Nee, du, ich fürchte, so läuft der Hase bei Sigwald nicht. Ich fürchte nicht. Ich fürchte wahrlich nicht. Das würde ich auch richtig bereuen, wenn ich die jetzt nicht wieder aufbauen lasse. Die muss jetzt plattgewalzt werden. Ah, alles klar, danke für den Tipp. Dann packe ich sie nächstes Mal in die Hafenstadt rein, ne? Auf jeden auch Fall. Kaum. So ein bisschen Verluste hat sie. Wieder was gelernt. Ist jetzt gar nicht so schlau von ihr gewesen, das so zu machen eigentlich. Ich muss mir gleich die trostlose Feste zurückholen. Hast du übrigens einen Weg, oder wie machst du das? Wenn du Gameplay, oder machst du das überhaupt, wenn du Gameplay aus deinem Stream aufnehmen willst, ohne den ganzen Stream-Kram obendrauf, also nur das Gameplay? Weil OBS kann das ja nativ nicht. Es gibt so ein Plugin dafür, das stürzt bei mir aber immer ab. Ich nehme es halt mit dem ganzen Kram right now immer auf. Es gibt, wenn du, ich weiß nicht, über was machst du denn deine Alerts? Über Stream Elements in dem Fall. Irgendeines von diesen Alert-Systemen kann das wegschalten von dem Alert-System her für die Aufnahmen. Da kann man das, also, Trilux hat mir das mal erklärt. Trilux und Dalu haben mir das mal erklärt. Ich müsste da nochmal nachfragen, wie die das machen. Ich nutze halt das falsche Alert-System dafür. Aber ich hab alles immer drinnen noch. Was man parallel verstehe. Halt machen kann, wenn der PC es schafft, ist einfach OBS zweimal öffnen. Mhm. Nee, bei mir bizarrerweise, die Capture Card geht nicht in zwei Quellen bei mir. Also die zweite OBS-Instanz ist wie eine Webcam irgendwie. Du hast eine Elgato Capture Card? Fragezeichen? Genau, ja. Ja, da ist das Problem. Verstehe. Die Elgato Capture Card. Also die Sache ist, ich will Elgato gar nicht flamen. Überhaupt nicht. Elgato hat halt, sag ich mal, sie sind teuer beim Verhältnis zu anderen Capture Card. Herstellern sind sie sehr billig und die Capture Cards sind für den Preis okay, aber sie sind halt deswegen so billig, weil sie auch echt nicht so gut sind wie andere Capture Cards. Ich hatte bislang eine von Aave Media und die hatte, also ich habe es gesehen, Aave Media hat das jetzt auch. Also es gab jetzt eine neue von Elgato, die zum ersten Mal variable Framerate hat und tatsächlich deutlich weniger Tearing dadurch bei Spielen wie Warhammer, wo ich davor immer Sau-Tearing hatte. Mhm. Und das fand ich dann ein gutes Upgrade. Aber ich habe auch gemerkt, verdammt, dass die das, weil die andere konnte das in zwei Geräte auf einmal reingehen. Das war wiederum nicht so optimal. Welche Capture Card hast du denn aktuell? Wie heißen die? Irgendwas mit M? Ich kann es dir gleich sagen. Geräteigenschaften. Nee, da sagt er mir gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, ich müsste eine Maxwell eigentlich haben. Ich glaube, Maxwell heißen die. Wollen wir nochmal genauer nachschauen. Ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Das wäre dann auf jeden Fall sehr interessierend. Ich gucke nach auf jeden Fall. Megawell, nicht Maxwell. Ja. Am Kämpfen bin. Aber ich weiß nicht, ob du meine bräuchtest in dem Sinne oder ob meine nicht sogar ein Overkill wäre, weil ich habe halt eine mit sehr vielen Outputs, weil ich mit einem 2-PC-Setup arbeite. Nee, das habe ich ja auch, also das wäre... Okay, dann könnte das potenziell Sinn machen, weil bei mir, also ich habe halt über diese Capture Card habe ich halt mein 2-PC-Setup laufen, meine Kamera laufen, noch Platz für eine zweite Kamera und ein Switch für eine Konsole. Also die hat halt 4 Outputs und ist dementsprechend teuer gewesen. Verstehe. Aber wenn das was ist, was, also ich finde, das rentiert sich mega. Ich habe halt keine externen rumfliegenden Capture Cards mehr, was ich geil finde. So. Mhm. Wenn man das cool findet, dann ist die nice. Mhm.
Ja, das wäre durchaus mal eine Überlegung wert. Is it time? Immediately. So. Ausrauben. Cruel and deadly. Und das kann dann vielleicht mein Verbündeter kann die doch vielleicht besetzen, wenn er da braucht. Wie kann sich denn eine Arche bewegen? Yes. Die kann doch fahren, oder? Ja, eigentlich schon. Wie? Wie fährt die? Ah. Ich dachte einfach, umstellen, ich muss die umstellen auf Bewegen. Ah, okay. The ocean awaits. Double tide. Dry land. Black hearted. Speak. What? Oh, ich bekomme ganz ekelhaften Besuch. Und wieder? Wer ist denn noch ekelhaft? Hochelfen. Ah, immer ekelhaft.